Wunderschönen guten Abend hier bei Speed Gaming Deutsch. Wir sind beim 6. deutschen A Link to the Past Randomizer Turnier. Ich glaube mittlerweile in der... Was sind das? Top 8 angelangt. Heute mit dem Match... Top 16? Ja. Rahlen gegen Duden. Rahlen auf jeden Fall schon eine Runde weitergekommen. Duden hatte noch einen Freilos aus der Gruppenphase, weil er als erster die Gruppe beendet hat. Und heute spielen wir das erste Match zwischen den beiden. Es ist ein Best of Three. Der Gewinner zieht weiter und das ist Rahlens Wahl mit einem Swordless Heart Item Pool. Ja. Ich bin der Winter, an meiner Seite der Holy. Grüß dich, Holy. Oh, guten Abend. Du hast ja schon angesprochen, Swordless. Das macht die ganze Sache schon mal brisant. Das heißt, wir werden kein Schwert finden. Auf das man sich ja in der Regel ein bisschen verlässt bei den ganzen Strategien in den Räumen. Und dazu noch Hard Item Pool. Das könnte schwierig werden. Genau. Aber die sind beide auf jeden Fall fähig, damit umzugehen, denke ich mal. Genau, wir werden es vor dem Race schon mal brauchen. Also es ist der deutsche Hard Item Pool, den Duden auch so mitentwickelt hat. ist wie gesagt Rahlens Pick. Das heißt, es gibt keine Half Magic. Da geht's erstmal los. Wir sehen unterschiedliche Starts, auch schon mal interessant. Oh, 10 Bomben im Sanctuary. Das ist nice, natürlich ein Traum, ja. Genau, das im Open-Modus. Immer das, was man eigentlich natürlich gerne sehen möchte. Und was haben wir da? Ich glaube, das war dreimal blau. Auf jeden Fall waren Desert viel und... zu schnell. Desert und Eastern waren blaue Kristalle. Ich glaube, Hera auch. Oh ja, genau. Also der Hard-Item-Pool. Das heißt, es gibt keine Half-Magic. Es gibt dafür aber ein Rüstungs-Upgrade. Und da sehen wir schon die Katze. Mein Duden durchs Bild laufen. Nee, jetzt wird gespielt. Genau, es gibt keine Half-Magic, die wird ersetzt durch so einen kleinen Magie-Decanter, das sieht man dann. Da wäre quasi die Half-Magic gewesen und kriegt nur eine kleine Magie. Es gibt ein Rüstungs-Upgrade, das ist auch ein bisschen Unterschied zum normalen Hard-Item-Pool. Und es gibt auch die Silvers, also wegen Swordless natürlich sowieso, aber auch generell gäbe es die. Es gibt maximal 2 Flaschen und die sind beide leer von Start aus. Ansonsten haben wir das gleiche maximal tempered. Und maximal 14 Herzen. Und das Interessante hier ist halt, die Herzen sammelt man quasi nur durch Herzcontainer ein. Also ja. Alle Pieces of Heart sind eben auch nur kleine Refill-Herzchen. Es gibt auch nur genau 11 Herzen im Pool. Richtig. Genau, also die Vanilla 11 Herzcontainer, um halt dann quasi auf die 14 zu kommen. Genau. Ja, und das mit dem Tempered fällt natürlich flach, dadurch, dass es ein Swordless ist. Richtig, genau. Also das war jetzt nur mal allgemein... Gedanken zu machen. Genau. Nur mal allgemein nochmal der Hard-Item-Pool erklärt und die Unterschiede zum... Ja, die 3 Bomben brauchen wir jetzt nicht mehr. Genau, wow. Die Flaschen, weiß nicht, ob ich es gesagt habe, sind immer leer. Also... Ja. Ja, das war ganz schön viel erzählt. Ja. Schaut ansonsten aber ganz gut für den Sync-Start aus. Genau. Wir haben Bomben bekommen, eine Flasche bekommen. Richtig, ist ja eigentlich genauso das, was man dann sich von einem Nicht-Senkstart erhofft. Irgendwie Bomben oder Geld zu finden. Vielleicht eine Flasche oder eine Flöte. Genau, und ansonsten beim Swordless natürlich das, was man wahrscheinlich am ehesten finden möchte, ist der Hammer. Auf jeden Fall. Der hat ja noch ein bisschen mehr Funktionalitäten als Nicht-Swordless. Also man kann damit dann zum Beispiel auch erst die Tablets checken. Man kann damit die Agar-Barriere auch kaputt machen. Mhm. Und es ist halt einfach eine vernünftige Waffe. Wie auch der Bogen. Ist auch die einzige, die bei Moldorm funktioniert. Ist auch ganz interessant. Stimmt, ja. Eva und Bogen hier in Blinds Hideout. Beide jetzt auch ziemlich gleich auf. Also der Onkelstart hat jetzt nicht so viel Zeit gekostet. Ich glaube, Duden hat das auch ein bisschen abgekürzt mit dem Lost Woods und ich weiß nicht, ob er bei die Agar-Ledge gecheckt hat. Ich glaube nicht. Er ist straight für Lost Woods hingegangen. Ja, das musste er abgekürzt haben, sonst wäre er nicht richtig so schnell hierher gekommen. Genau. Ich glaube, bei Agar war jetzt auch nichts weiter. Das ist schon die Lampe. Lampe und Bogen, das ist schöner Eastern. Crystal. Genau. Die Schaufel gibt es auch noch, das heißt, da können wir auch noch was machen. Okay, na mal. Grüner 20, ja. Das müsste ein Schwert sein? Ja, muss ein Schwert sein, glaube ich, tatsächlich, genau.
Aber es wird auch nur genau ein Rüstungsupgrade platziert, das vielleicht auch noch, ehrlich gesagt. Also es ist nicht so, dass dass es zwei im Pool gäbe und das zweite wird dann ersetzt. Sondern es wird wirklich nur ein einziges Rüstungsupgrade im ganzen Seed platziert. Ja. Ja, und die Herzcontainer, also wenn man die sieht, dann will man die vielleicht auch tatsächlich mitnehmen. Also, das ist halt die Sache. Ja, gerade im Swordless, dann steckt man doch öfters auch mal einen Hit ein. Ja, und auch im Hinblick dann natürlich auf den Ganon-Fight irgendwann, der wird natürlich auch nicht ganz so trivial. Ja. Da kommt man dann dazu, wenn es soweit ist. Ja, hier ist noch der Somaria vom Sick Kid. Den hat er unter seiner Bettdecke aufbewahrt. Gibt uns den mit auf den Weg. Ja, das sind eigentlich schon viele Progression-Items dann doch, die wir hier gefunden haben. Ja, Somaria ist auch ganz nett als Waffe zu haben. Richtig. Ja, Ralen hat auch über den Tree-Push schon eine Full Magic bekommen. Duden hat noch die zwei Magiepötte vom Onkel quasi. Was war der Tier 3 oder 2? Ich glaube 3 sogar. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ich weiß, dass Ralen auf jeden Fall auch gerne mal. Den wollen wir mitnehmen. dass Ralen auch gerne mal beim Open mehrere Tiers der Tree Pulls sozusagen aufsetzt. Ja. Also den. Genau, den ersten kriegst du ja, nachdem du einen Gegner getötet hast und am Baum ziehst. Der Tier 2 Tree Pull ist, wenn du 4 Gegner getötet hast und währenddessen getroffen wurdest. Und der Tier 3, wenn du 4 Gegner getötet hast und gar nicht getroffen wirst in der Zwischenzeit. Ralen auch schon alle drei aufsetzen sehen tatsächlich in einem Ort. Wow. Aber gut, mit dem 10er Bombenpack, im Sank war das natürlich nicht notwendig. Ja, Geld ist noch ein bisschen knapp, aber auf jeden Fall sehr interessante Items, die wir jetzt hier haben. Ja. Vor allem Spiegel und Somaria, die öffnen ja jetzt erstmal so nichts. Das ist ein, Spiegel ist eh so ein Midgame-Item und Somaria Late-Game. Ja. Dadurch, dass wir nicht auf den Berg drauf kommen, bringt der Spiegel halt auch nicht wirklich was in der Lightworld. Ja, und beide denken auch an die Schaufel hier. Gibt aber nur ein 20 dafür. Und ja, Ralen hat jetzt natürlich mit der Lampe auch ein bisschen vielleicht ein interessanteres Castle. Ich denke mal, aber beide sollten jetzt wahrscheinlich nach Eastern gehen, weil es ein Crystal ist. Also das wäre so das ABCD-Play, wie man sagt, hier Always Be Clearing oder Always Be Clearing Crystal Dungeons, wie auch immer. Die Alternative wäre halt irgendwie Handschuh und Hammer und die Moonpearl noch zu finden und dann das mit Pot zu kombinieren mit dem Spiegel. Das sind halt einfach drei Items, die da noch fehlen. Ja. Das stimmt, ja. Und theoretisch würde auch Moonfall und Hammer reichen, weil wir die Lampe für Agar haben, aber... Genau. Ja, mit dem Early Bogen und Spiegel, das reicht schon immer so ein bisschen nach Pot Eastern kombinieren, wenn es geht. Aber gerade mit der Lampe noch dazu. Halt, wenn es nicht geht, dann... machst du alle anderen Checks und kriegst unter Umständen nichts. Und das kostet dann doch viel Zeit. Greenfend und Meyer. Okay. Genau. Beide holen sich hier die Info ab. Ja, toll, dass wir schon den Somari haben. Dann können wir später dann auch das Green Pendant abholen. Eventuell. Das ist ausnahmsweise kein All Dungeons, zumindest vom Goal eigentlich. Genau, also das Gold ist einfach ganz normaler 7-7 Defeat Ganon. Duden hat irgendwo Pfeile herbekommen. Ja, muss ein Drop gewesen sein von einem Gegner, oder? Das sieht aus wie. Wenn es auch nur 5 gewesen, ja. Aber gut, Eastern hat ja eigentlich auch reichlich Pfeile. Ja. Da braucht man sich in Eastern keine Gedanken zu machen. Genau. Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt das sinnigste Play. Schauen wir mal, was Eastern uns gibt. Wir haben dann immer noch einige Optionen in der Lightworld offen. Wie gesagt, Ralen hat halt noch das Castle so ein bisschen als bessere Option. Er war noch nicht beim Onkel. Er hat jetzt die Lampe auch dann für das Castle, hat auch eine Waffe fürs Castle vor allem. Ja. Auch der Spiegel ist sehr hilfreich. Muss ich noch mal kurz checken, war das wirklich der Biki?
Und auch falls es jetzt nochmal auf den Agassiz hinausläuft, hat Rahlen eventuell nochmal einen Weg weniger zum Castle, den er machen muss. Ja. Ah, okay. Droppen die Guards die Pfeile. Ja, aktuell können wir uns nicht so wirklich wehren. Also, die Somaria als Waffe zu benutzen, ja, es dauert halt auch seine Zeit. Du musst den halt legen und dann entweder nochmal explodieren lassen. Währenddessen bleibt man halt immer kurz stehen. Genau. Rahlen hat noch gar keine Pfeile, deswegen, ja, einfach Augen zu und durch aktuell. Wahrscheinlich so die beste Option. Ja. Na gut, das ist das Schöne an Eastern. Da musst du eigentlich nicht wirklich Gegner auch eliminieren. Und da, wo du es musst, da sind Töpfe. Genau. Ja, und hier sind jetzt auch 15 Pfeile in dem Raum hier. Kompass, Big Key. Und zwei, ich weiß gar nicht, was die... vorbei. Haben die schon zwei Items raus? Vielleicht ist sein... Nee. Doch, er hatte doch... Doch, er hat schon zwei Items. Okay. Das hab ich jetzt auch gar nicht... Da war der Kompass in der Big Chest, aber... Ja, ja. Hätte man ja aufmachen können. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof an der Stelle, weil, wie gesagt, er hatte schon zwei Items. Wenn da das dritte Item in der Big Chest gewesen wäre, hätte man sich den kompletten Weg hierhin sparen können. Ja. Ich meine, vielleicht kriegt er jetzt das dritte Item und es gibt dann die Big Chest, aber... Nee. Nope. Ist wohl auf dem Boss. Genau. Und da hätte man dann tatsächlich auch den 50-50-Gamble eingehen können. Und wäre nicht bestraft worden dafür. Man hätte auch direkt zum Boss gehen können, weil die... Eastern Big Key Chest, ja, die wird gerne mal geskippt. Aber wenn du halt so ein Early Eastern machst... Okay, aber du denkst auch dran. Sehr gut. Ich hab fast ein bisschen mit einer Reaktion gerechnet, aber nee. Ja. Es sind halt noch viele Checks in der Light World offen, aber wenn du die Eastern Big Key Chest last located, das fühlt sich sehr schlecht an für die Dark World Progression oder sonstiges. Oh. Okay. War das eine Select-Waffe? Weiß ich jetzt nicht. Oder kann auch Versehen gewesen sein. Ich glaube, das war eher ein Versehen. Also bei dem Raum braucht es jetzt keinen Frame-Perfect-Inputs oder sowas. Nö. Ja, weil jetzt ziemlich gleich auf. Ja, schauen wir mal. Ob wir die Quick Kills hinbekommen. Rahlen hat es geschafft. Hier die Flippers. Okay. Ja, gut, wenn man den Onkel abzieht, haben die ja praktisch alles gleich gemacht. Genau. Beide mit dem Quick Clear und dem ersten Kristall. Ja, Flippers machen natürlich die South Shore erstmal noch interessanter. Fehlt natürlich noch ein bisschen Geld, um Sora zu bezahlen. Ja, aber zumindest Duden ist nur 300 davon entfernt. Ja. Und Rahlen auch nur 320. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ohne die Handschuhe kann man jetzt auch nicht wirklich einen Hula hin aufsetzen. Flippers verhindern das so ein bisschen. Ja, hoffen wir mal, dass wir auf dem Weg ist, das Geld noch finden. Rahlen muss jetzt ein bisschen aufpassen, ist jetzt hier auf einem Herz runter. Schön Pfeile, da sagt man nicht nein. Also ich meine, ja, ein Trash-Item ist. Ja, genau. Nach Eastern eigentlich perfekt. Dieser kleine Refill. Okay, 20 Rupees. Ist jetzt nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, aber Rallen hat es wahrscheinlich mitgenommen, gerade weil es ihnen halt über die 200 bringt. Okay, und die Bushcrab. Bushcrab gibt Feen, das ist natürlich nice.
Was, Feen? Waren das nicht eben noch Herzen? Können da überhaupt Feen kommen? Also da sind Feen rausgekommen. Ja. Auf jeden Fall. Oder vielleicht war das der letzte Preis, der ist ja nochmal, kann anders sein. Also ich habe da, glaube ich, mehrere Feen auf dem Screen gesehen. Wahnsinn. Ah ne, der Triple war ein Herzen, ja, sorry. Der Tier won. Okay. Und das sind auch schon die Silvers. Noch mal ein bisschen Geld, aber reicht für beide noch nicht so ganz. Ja, ich denke mal, wenn du jetzt aber schon hier weitergehst, dann... Na gut, man könnte natürlich jetzt auch sagen, ich save und quitte. Aber was macht man dann danach? Also, die einzigen Optionen, die du hast jetzt aktuell, sind halt wirklich... Castle Agina. Genau, Castle Agina ist jetzt nicht so toll, vor allen Dingen aus Dudens Sicht. Ja, es gibt jetzt keinen Check irgendwie, ob du genügend Geld hast, um Sora zu bezahlen vom Spiel, oder da wird nicht irgendwie extra Geld platziert. Wenn es jetzt drauf hinausläuft, dann muss man das halt farmen. Komm, schau mal. Ich denke mal, beide werden jetzt erstmal Richtung Sora gehen. Vielleicht erstmal vorher noch zum Hobo. Und Bumerang. Ja. Da könnte jetzt der Stun-Price natürlich interessant werden. Stimmt, ja, gut. Guter Hinweis. Auch wenn wir den nicht allzu dick farmen können. Naja, mit Büschen vielleicht. Weil alle unsere Waffen bis jetzt, die haben Ammo. Die ist dann irgendwann leer. Mhm. Ja, genau. Die Gegner einfach stunnen und durchlaufen ist auch eine sehr gute Option. Ja. Um die Ressourcen zu sparen. Zwani ist beim Tree-Pull. Welches? Das müsste der Tier 2 dann sein. Dann war die Full Magic, glaube ich, der Tier 3 Tree-Pull. Könnte sein. Nochmal 20. Okay, also mit dem Tree-Pull wäre es dann gut machbar für Rahlen, dass er wirklich mit den 500 ankommt bei Sora. Könnte jetzt nochmal einen Unterschied machen. Hat jetzt auch gerade Damage genommen, das heißt, wenn er 4 Gegner tötet, ja, gibt das nochmal, genau, 80 Rupees. Hat jetzt hier auch extra nochmal beide Guards getötet. Der Stunpress übrigens 10er Pfeile, also... Sehr praktisch. Aktuell gar nicht so schlecht, ja. Ja, tötet hier jetzt auch die Guards. Will nochmal den Triple mitnehmen. Genau, das war jetzt Nummer 4. Währenddessen Duden... Gut. Hat der Waterfall Fairy. Kriegt hier die Merle und Quake. Okay. Und ich weiß nicht, ob er die... Also er hat die Flasche reingeworfen, das war eine Biene. Ich weiß nicht, ob es eine goldene Biene ist. Die könnte man verkaufen, ne? Ja, bringt ihm jetzt aktuell nicht viel. Das ist ein Herzcontainer. Oh, er überlegt halt wirklich. Oh, okay. Ich glaube, er ist nicht so ganz sicher, ob das so die richtige Entscheidung war. Aber ich meine, es ist halt, ne? Von 4 auf 5 Herzen, das ist schon ein kleines Upgrade. Ich meine, man hätte sich vielleicht auch aufheben können, für falls man das Geld zusammen hat. Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Aber vielleicht holst du dann halt wirklich nie, ne? Also. Na gut. Okay. Mal schauen, vielleicht ist das ja noch der kleine Unterschied am Ende. Okay, ja. Rainer hat übrigens den Schlüssel gefunden in der Map-Chest. Das heißt, der Rest vom Castle ist halt auch in Logik jetzt. Da kann er bis Back of Escape durchlaufen. Genau. Ohne Handschuhe. Erster Item war jetzt hier nochmal ein grüner Zwanni. Duden geht jetzt zu Agina, so wie es aussieht. Ja. Ihm bleibt halt auch nicht mehr viel über jetzt. Also er war halt schon beim Onkel, will jetzt nicht unbedingt zum Castle laufen. Aus seiner Sicht könnten die Handschuhe das vielleicht noch locken. Oh, das ist der Hammer. Oh, der Hammer. Okay. Ja, das riecht jetzt schon sehr nach Agar-Seed. Ja, also Agar würde jetzt schon Dark World Access bieten. Genau. Und da könnte der eine extra Herz-Container tatsächlich nochmal einen Unterschied machen. Und da ist 300er auf Desert Ledge. Ja.
Ja, schauen wir mal. Also, vor allem, ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt direkt für Agar geht ohne die Moon Pearl. Mhm. Was Ryan halt noch als Vorteil hat, ist, er wird jetzt mit ziemlicher Sicherheit Sora mitnehmen können. Aber dadurch, Gott, oh, da ist das Buch. Oh, jetzt wird's richtig spicy. Okay. Mhm. Da bin ich aber gespannt, was Ryan als nächstes macht. Das öffnet sich jetzt nochmal mehr Checks. Noch einen Handschuh finden, ne? Genau. Ja, mit dem Handschuh können wir sogar dann noch auf den Berg gehen und dann wäre der ganze Berg offen. Das wäre ja... Inklusive Ether-Tablet. Ja, und die Darkhold natürlich auch noch. Also der Handschuh würde den kompletten Seed jetzt öffnen. Ja. Also ich denke, Duden wird es jetzt ähnlich spielen wie Ralen. Und falls jetzt hier nicht noch irgendwas Großes im Back of Escape ist... Nee. No. Boah, würde ich fast... Also an Duden Stelle würde ich dann wahrscheinlich direkt Agar spielen. Mhm. Es ist halt schwierig mit dem Duden hier im Castle. Na gut, er hat Desert Ledge gecheckt, der war bei Agar für ihn. Das Desert 1, genau. Vielleicht 2 Items, die eventuell Boots und Handschuhe lockt sein können. Das ist es halt, ne? Deswegen, also ich gehe auch ungern ohne Boots und überhaupt nach Desert. Ja, schauen wir mal. Ja, Ryan macht jetzt erstmal die Wasserchecks. Also das wird natürlich noch super interessant, was Sora dann hat. Wenn Sora jetzt einen Handschuh hat, dann würde ich hier Ryan deutlich ahead sehen. Oh ja. Weil ich glaube nicht, dass Duden nochmal das Geld für Sora zusammenkriegt. Er hat auch nicht die Tripods gecheckt, also... Er hat nicht die Knowledge über den Tier 2 Tripod, glaube ich. Hm. Ich finde es sogar gar nicht mal so schlimm, wenn er jetzt direkt Agar spielt. Einfach rausmüllen und Agar spielen. Ja, es ist im Prinzip. Er hat noch 3 Checks außer Agar zu machen. Genau. Also maximal. Okay. Ja, geht nochmal durch. Ich meine, es macht Sinn. Es ist alles in Logik. Du hast die Lampe, du hast den Smurky schon bekommen. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ich meine, mit dem Hammer ist er jetzt auch nur noch einen Handschuh entfernt. Er hat ja die Moon Pearl schon. Ein Ralen schon? Dürfte die mittlerweile auch haben. Wow, lässt die goldene Biene direkt frei. Das war eine goldene. Ja, finde ich mutig, weil... Tatsächlich, also das ist vielleicht auch noch eine Sache, der Sora könnte jetzt auch nur so eine Bait sein und dir einfach dein Geld wegnehmen. Problem bei Sora ist jetzt, wenn Ralen dann Agar macht, genau. Muss er irgendwie Kiki-Geld noch auftreiben. Das ist der Klassiker. Ich meine, er hat Knowledge über den Tier 2, das heißt, er wird das relativ schnell zusammenkratzen können mit dem Hammer und dem Boomerang, aber du musst halt Schaden dafür nehmen, ne? Ja. Solange man den Damage überlebt, ist es okay. Auf jeden Fall, ja. Und da spuckt Sora nur das teuerste Herzchen der Welt aus. Oh, wow. 500 Rupees für ein Single Heart, also, Das sind ja die Händler in der Dark World nicht ganz so fies. Nee. Die wollen, glaube ich, nur was, 10 oder so dafür? Ja, ich meine. Sagen wir mal, wir machen jetzt Agar. Was ist gut? Du kannst natürlich Richtung Hype Cave gehen mit dem Hammer. Ja. Aber so viel mehr bleibt dir da auch nicht über. Also Pot wäre schon die sinnvollste Option. Komplett abschließen. Genau. Natürlich die Frage, ist es Pendant, ist es Crystal? Das wissen wir noch nicht, aber geht jetzt hier auch direkt für Agar. Ich meine, mit dem Spiegel, du kannst ja auch zur Pyramide save and quitten. Kannst du auch erstmal Hype Cave und dann nach Pot, wenn es ein Pendant sein sollte. Oh, jetzt wird es noch super interessant, ob vielleicht Desert noch Progression hat. Das wäre. Weil Ryan geht es ja auch direkt für Agar. Mhm. Geht dem Buch gar nicht nach. Ja, das öffnet übrigens jetzt auch das Bombos Tablet. Können wir auch noch machen. Oh je. Genau. Ja, ein weiter Weg. Wir können auch ein Hookless Swamp spielen, also... Es gibt einige unschöne Optionen gerade in der Dark World, auf jeden Fall nach Agar. Da kann das wird super hoffen, interessant. Das Pot and Crystal ist. Ja. Sonst wird die Entscheidung echt schwer.
Ja. Ich meine, nach Pott gehen fände ich jetzt generell, glaube ich, nicht so verkehrt. Selbst wenn es ein Pendant ist, weil... Ja, da willst du halt auch irgendwie entweder einen Handschuh oder einen Hookshot oder so finden, um ja. nach Village of Outcast dann später zu kommen. Also für Rahlen aktuell, boah, eigentlich Pott überhaupt keine Option. Er müsste halt das Geld jetzt noch irgendwie zusammenkratzen, klar. Er hat die Knowledge über den Tree Pool, wie schon gesagt. Und an der Pyramide selbst gibt es auch einen Tree Pool. Ich bin mir ziemlich sicher, so erfahren wie Rahlen ist, wird er da auch drum wissen. Das ist, glaube ich, ganz linke Statue. Ja, auf jeden Fall, genau. Von den Statuen, ne? Da auch genügend Gegner, die man dann mit den Silvers auf dem Screen töten könnte, um den auch zum zweiten Mal dann aufzusetzen. Ja, und mit dem Spiegel, also wir können ja save and quitten und dann quasi direkt wieder auf der Pyramide starten. Ist aber schön, dass die Guards wenigstens Pfeile droppen. Ja. Muss man die nicht stunnen. Ja, und mit den Silvers, es ist natürlich jetzt auch ein bisschen einfacher, muss man dazu sagen, aber... Ganz ehrlich, dass dieser Agar Tower im Swordless, der kann echt sehr, sehr scary sein. Gerade auf niedrigen Herzen. Also, ich gönn's den Runnern, dass sie jetzt die Silvers schon haben. Ja. Ja, Agar wird jetzt auch interessant ohne Bagnet. Oh ja, stimmt. Das, genau, das ist ein sehr guter Hinweis. Da müssen die Projektile mit dem Hammer reflektiert werden. Und die Hitbox ist wie lange? 4 Frames aktiv? 2? Also nicht sehr lange. Nee, das ist wirklich was, was man... Klein. Das ist nämlich der Punkt, wo man gerne das Bugnet dann hätte. Da ist das Bugnet nicht nur ein Meme. Schön. Energy Ball von Duden sitzt. Ah, zweiten hat aber verpasst. Was war das denn? Er hat Damage bekommen und den reflektiert? Rahlen verpasst den ersten leider auch. Und es macht halt ein volles Herz Schaden, also der Energy Ball. Ja. Okay, also beide jetzt gleich auf, glaube ich, was die verpassten Energy Balls anbelangt. Also beide mit einem Miss. Ein Miss und ein Blue Ball. Dune halt so ein bisschen gescampt worden. Also der hat den einen reflektiert, wurde aber trotzdem getroffen davon. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ja, die Hitbox vom Hammer ist so ein bisschen verschoben. Ja. Yeah. So. Jetzt auf 2 Herzen runter. Jetzt hier aber einen gesicherten Energy Boy. Ich glaube, das ist der letzte, wenn er ihn trifft. Ja. Rahlen macht es jetzt auch sehr schön hier. Ja, der letzte. Genau, also. Sehr gut gemeistert hier von Duden. Rahlen muss jetzt auch, glaube ich, nur noch den einen treffen und dann Hammers. Oh, das war jetzt. Pendant, TR und Eis. Oha. Alle Mids-Dungeons sind Pendants. Die letzten drei, ja. Und dann die Oh Gott. Gut. Ja, aber das ist schon mal die schöne Bestätigung. Okay, war wahrscheinlich ein Agassi dann. Ist eigentlich das, was... Oh, Rahlen hat vergessen, die Pyramide zu checken. Oh no. Er ist einfach runtergesprungen. Okay, aber er erinnert sich dran. Er hat wahrscheinlich so hart Pott im Kopf gehabt, weil das ist ein... Ja. Naja, weiß ich nicht, ob er das hart im Kopf gehabt hat, aber wie gesagt... Das ist ein Red Crystal. Und ich glaube, der andere war Thiefstone. Der ist aktuell noch... Nö, der ist jetzt erreichbar mit dem Handschuh. Genau, also wir haben jetzt eigentlich vollen Dark World Access. Wir könnten jetzt auch auf den Berg gehen mit dem Handschuh, können da einiges machen. Haben ja schon Duden denn hier. Mit dem Spiegel und dem Hammer kommst du sogar auf die rechte Seite. Oh Gott. Musst du auch mal grinsen. Ja. Es also wurde da ordentlich geärgert von diesem Bomberpilz. Und da ist das Bugnet. Direkt nachdem wir Agar gemacht haben. Okay. Aber es ist trotzdem schön für die Runner. Es gibt dir eine Möglichkeit, deine Bottle zu befüllen. Und außerdem hast du es dann für Agar 2. Oh, stimmt. Vor allem mit der Feenbuschkrabbe. Ja. Stimmt. Gar keine schlechte Kombi. Oh, wait, den Hinox kann man mit dem Boomerang stunnen? Okay.
Ja, du lässt jetzt auch die goldene Biene direkt frei und geht nach Pott. Das ist halt was Rahlen. Gut, er könnte es jetzt machen, wenn er noch den People mitgenommen hätte. Hat jetzt auch ein bisschen zu wenig Geld tatsächlich für das Digging Game, aber er kann das Arrow Game ja hier auf dem Weg dann spielen. Kann jetzt hier erstmal noch Stumpy und K45 mitnehmen, vielleicht ist da noch ein bisschen Geld. Mhm. Könnte dann auch eben. Das Routing an sich finde ich eigentlich immer sehr schön mit dem Mirror, weil du hast halt dann die Option, einfach dann quasi nach dem Digging Game zu mirroren und dann in Village of Outcasts in die Darkhold erneut zu gehen. Ist dann die South Road schon gefahren. Vielleicht auch der Hintergedanke, dass die Mids sehr, sehr, sehr spät kommen können und man das eher nicht mit der Smith Chain dann kombinieren wird. Ja. Jetzt hier auch so genau genügend Geld sozusagen, um das Digging Game auch machen zu können. Aber währenddessen Duden jetzt mit seinem ersparten Geld, das er nicht für das kleine Herzchen ausgegeben hat, für 500 Rupees, kann er jetzt hier direkt nach Pott gehen. Ist auf jeden Fall dann auch sehr angenehm. Ich meine, Rahlen wird da auch schnell wieder hinkommen können. Er muss ja nur in der Dark World Saving quitten, startet dann auf der Pyramide. Okay. Digging Game auch eher ein Scam. Also ehrlich, den Schild könnte man eigentlich auch mitnehmen. Also der ist gar nicht mal so schlecht, gerade mit Hard Item. Ach nee, wir haben ja, stimmt, das haben wir vorhin besprochen. Ne? Mhm. Aber gut, ich meine, du kannst immerhin kleine Projektile damit blocken. Ja. Genau, also mehr als den einen gibt's dann leider nicht. Ja gut, dann kann man ihn auch liegen lassen, ist okay. Mensch, okay, Rahlen gräbt ja nochmal alles um. Ja, hast du nur noch. Entschuldigung. Nicht genau ein Rupee. Nur noch ein Rupee entfernt, ja. Okay, also, wie gesagt, hier unten an der Pyramide, unten links, kann man an der Statue ziehen. Ja, hätte ich jetzt eigentlich fast erwartet, dass Rahlen da nochmal den Tier 2 Tripul aufsetzt oder benutzt. Mhm. Hat er ja, quasi auch vor auch Sora schön gemacht. Genug Gegner eigentlich auf seine Hitlist haben. Du kannst auch einfach mirroren, selbst wenn du den jetzt nicht kennst. Stimmt. Da gibt es ja dann gibt's ja noch den Baum vorm Castle, genau. Also du hast da Optionen. Nee, Rahlen ist hier ein bisschen verzweifelt am Buddeln. Kriegt einfach gar nichts. Geht jetzt aber auch weiter hier. Der committet jetzt drauf. Irgendwann werden schon Rupees rauskommen. Oh ja, und Duden zeigt uns jetzt hier auch nochmal den geheimen Feenraum. Den sieht man auch nicht allzu häufig. Jetzt hier nochmal eine Fee einfangen. Macht auf alle Fälle Sinn. Gerade für den Boss hier. Okay, Rahlen hat jetzt endlich sein Geld bekommen. Na gut, Helmer macht 2 Herzen Schaden auf 5. Eben. Falls du mit voller HP überhaupt ankommst. Ja, und also gerade mit so. Mit so wenig Leben ist es sehr, sehr sinnvoll, sogar die Fee dabei zu haben. Du kriegst halt auch noch die Iframes. Und wie schon gesagt hast, also Elmar, wenn der schlechte RNG hat, dann kann das schon mal wehtun. Mhm. Sobald die Maske dann unten ist, wird es gar kein Problem sein. Dann reicht ja ein Silver Arrow. Da muss man nur noch treffen, ne? Genau. Ja, du nimmst jetzt ja auch nochmal das Geld mit. Er hat natürlich auch nochmal die Option, jetzt Catfish plus Sora zu machen. Okay, also nochmal 300 Rupees. Wow. Damit sind dann alle Geldprobleme gelöst. Aber ansonsten erstmal unspannend hier. Ja. Naja, ist ja immer so. Die Keys in der Front sind und die Party dann in the back. Mhm. Aber gut, bisher nur Rupees in the back. Naja, zumindest wird Rahlen dann auch als reicher Mann hier den Dungeon verlassen. Und dann in Ruhe ja das Chest-Game noch bezahlen. Ich glaube, mir ist ja nicht mehr über. Alles andere hat er schon bezahlt.
kriegt dann doch seinen Shield, den er vorhin noch geskippt hat. Oje. Ja, das hätten auch 20 Rupees sein können, also. Stimmt. Ja, ist gut. Okay, ja, tatsächlich sehr unspektakulär. Also die, was waren es jetzt, 4 Items, das letzte ist auf dem Boss. Alle nicht so prickelnd. Ist aber ein Red Crystal, genau. Das war der zweite Thieves Town. Der ist auch schon voll in Logik. Ja. Also allein dafür ist es wert, den jetzt zu machen. Mhm. Du kannst halt ja. Die Red Bomb auch mit Agar und Spiegel sehr, sehr schnell machen. Ja, also... Ich finde den Punkt jetzt im Chat, also Desert ist tatsächlich jetzt auch ziemlich interessant, vor allen Dingen mit den Pendants, die wir haben. Also da ist es ja jetzt nicht mal gesagt, dass wir überhaupt jemals eine Flöte bekommen, weil wir haben jetzt vollen Berg-Access. Wir können nach Desert rein mit dem Buch. Da könnte schon noch was liegen. Das wäre super interessant jetzt. Aber aktuell deutet halt alles auf den Agar-Seed hin. Gerade mit den Handschuhen auf der Pyramide noch dazu, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob Rahn sich jetzt auch schon eine Fee eingefangen hat. Er müsste dann vielleicht ein bisschen mehr aufpassen später, falls er das nicht machen möchte. Aber wir werden jetzt sehen. Also Duden jetzt auf dem Weg zum Boss hier. Wie schon gesagt, der kann, wenn er Lust hat, einen gegen die Wand drängen, die ganze Zeit Feuerbälle schießen oder hin und her laufen. Oh, kann sehr nervig werden. Ja. Haben hier noch das ganze Geld, um dann... macht aber weiter. Ja, also... Rahn ist eigentlich... Wie gesagt, er hat ja eigentlich schon alles bezahlt, außer das Chest-Game, was jetzt nicht so teuer ist. Und da sehen wir es halt. Das war jetzt auch ein fieses Pattern, aber gut. Er hat sich ja die Fee eingefangen, genau. Hat jetzt auch die Iframes noch kurz und ja, da ist der eine Silver Arrow, das war's. Der wäre fast noch abgehauen, der Helmer. Ja. Ja, gerade dann, wenn die Maske unten ist, dann bewegt er sich sehr rapide. Aber auch das letzte Item, nur 3 Bomben. Also auch eher unspannend. Ja, schau mal, wie Duden sich jetzt entscheidet. Er könnte jetzt natürlich Mirrorn und Saban Quid zu Sank machen. Ah, okay. Da auch. Ach, das sind, ich glaube, er hat ja die Hype Cave auch schon gemacht. Ja. Ja, waren beide drin. Genau, also dann das jetzt am sinnvollsten. Er hat jetzt natürlich auch die Option, auf den Berg zu gehen. Das sind auch eine Menge Checks, die da aufgegangen sind mit dem Handschuh. Fände ich jetzt auch nicht unbedingt verkehrt. Weil, also, Skyboots können wir ja noch nicht machen, ohne den Fire Rod. Und Thieves Town, ja, geht schon der Dungeon. Wir haben jetzt ja noch kein Cape, keine, ach, der hat, kein Burn. Der hat Agar Legend noch nicht gecheckt. Er hat Agar Legend noch nicht gecheckt, genau. Dadurch hat er ja vorhin so ein bisschen Zeit noch gewonnen. Auf Rahl, nachdem er ja den Onkelstart. Ja. Wo er gemacht hat. Ja, also Rahlen hat absichtlich auf die normalen Arrows gewechselt, weil die Silver Arrows, wenn du sie schießt, deutlich mehr Lag verursachen. Deswegen, na komm, drop noch eine Fee. Okay. Ja, meine Fäden, die fliegen auch immer in die Wände. Und das ist nicht aber genau, um nochmal den Punkt zu Ende zu bringen. Also die Silver Arrows verursachen deutlich mehr Lag, solange sie in der Luft fliegen. Und bei der Statue jetzt hier, ist es halt egal, ob du einen Silver Arrow oder einen normalen Arrow reinschießt. Ausgelöst wird sie durch beide, deswegen ja, nimmt man eben die Option, mit der man weniger Lag hat. Und da sind die Mits auf dem Onkel. Okay.
Ja, also wenn dann keine Flöte im Desert ist, dann war es definitiv ein Agassid. Denn das waren jetzt Glove Lock Gloves. Ich muss jetzt hier schon fast ein bisschen auf. Ich weiß nicht, ob Ryan. Hat er jetzt eine Fee oder nicht? Anhand der Reaktion würde ich fast sagen, nein. Ja. Oh no. Oje. Ja. Das ist Hard Mode. Es ist halt auch noch ein Item drauf und es ist ein Red Crystal. Mhm. Nee, das kannst du jetzt nicht liegen lassen. Weil du hast halt auch Instant schon gemacht. Du hast wirklich keinen Grund mehr, hier nochmal hin zurückzukehren. Und du musst das machen, das weißt du. Ja, das kostet jetzt einiges an Zeit. Also, gerade ohne Boots. Ich weiß nicht, wie lang der Weg dahin ist. Über eine Minute auf jeden Fall. Ja, safe. Ich glaube eher so an die 2 Minuten fast. Also. Ich hätte auch irgendwas um die 2 getippt jetzt. Ja. Muss jetzt hier natürlich nicht nochmal diese Augenstatue da beschießen, die Cutscene angucken, aber ja. Ist auf jeden Fall eine Menge Zeit. Ja, währenddessen Duden jetzt schon auf dem Weg zu seinem nächsten Kristall. Sitzt hier auch nicht ins Basement für den Big Key. Das sieht man immer gerne. Ja, mit dem Hookshot könnte man natürlich auch den Herapod machen. Dann ist es egal, ob man den Big Key bekommt oder nicht. Also die... Okay. Diese fancy Price-Pack-Gegner sind echt super platziert hier. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ja. Weil wir haben nicht viele Herzen, aber irgendwie kommen immer Feen. Ich sehe ständig Feen auf dem Screen. Ja, Ryan aber immer noch ohne Fee unterwegs. Jetzt hier beim zweiten Versuch. Hier die Bomben. 5 Bomben braucht man exakt, um die Maske runterzubringen. Muss aufpassen, dass er sich hier nicht selber wegbombt. Hat jetzt keine Bomben mehr und da war ein bisschen mistimed. Oh, oh no, schon. Oh no! Aber oh, das war knapp. Jetzt aber. Schön. Der sitzt. Eieiei, das war. Ja, nochmal tief durchatmen. Eieiei, okay. Kriegt jetzt hier zumindest nochmal 3 Bomben. Da habe ich natürlich gar nicht aufgepasst, was. Stimmt, die Bomben waren leer. Ja. Genau, also er hatte 4 Bomben schon drin auf die Maske und dann brauchst du halt nur noch einen Hammer-Hit. Das ist eigentlich so die beste Option. Ich glaube, er wollte es auch so timen, also wenn man wirklich in dem Moment, wo die Feuerbälle spawnen, auch die Maske kaputt macht, dann gehen sie halt weg und ja, man kann nicht von denen getroffen werden. Ich denke, das war das Ziel, hat nicht so ganz geklappt. Aber gut, geschafft ist geschafft. Ja, wie gesagt, das ist halt ein doch nicht so kleiner Time-Loss, den Alan jetzt dadurch erfahren hat, der vielleicht vermeidbar gewesen wäre. Dem würde er jetzt an anderer Stelle vielleicht nochmal kompensieren müssen. Okay, ist auf jeden Fall ein Smoky auf dem Boss. Ich habe leider nicht gesehen, was. Ich war zu sehr gebannt von dem Bossfight. Also der Kompass war im Basement. Genau, also mindestens ein Item müsste in dem mittleren Abteil gewesen sein. Okay, also Duden geht auf jeden Fall nicht ins Basement. Ich weiß nicht, ob er beide Items raus hat. Wir werden es jetzt vielleicht bei Ralen dann sehen. Der sich jetzt auch nämlich direkt auf den Berg begibt. Ja. Also macht halt Sinn für beide jetzt erstmal noch Witch of Outcasts ein bisschen zu meiden, denn ich finde halt immer ganz schön, wenn du da schon... Gut, wir haben jetzt die Mits natürlich. Das wussten wir ja vorher nicht, dass wir die auf den Berg bekommen würden. Aber wenn du ohne Mitz nach VOO gehst, dann gehe ich immer auch gerne dann direkt nach Skywoods, weil man dann den schweren Stein ja nicht anheben kann. Ohne Schwert ist der Weg auch richtig lang. Ja, stimmt, genau. Dann müssen nämlich die Büsche da anheben, alle einzeln. Mhm. Super nervig. Genau, deswegen, ich denke mal, beide wollen dann wahrscheinlich... Wenn es geht, vorher noch den Fire Rod finden. Und mit den Mits jetzt vom Onkel oder vom Altmann vielmehr macht es auch nochmal deutlich angenehmer. Ja, wird interessant zu sehen, ob es
vielleicht noch doch irgendwie die Flöte in Desert ist, aber ich glaube es fast nicht. Also es deutet wirklich alles auf einen Agassit hin. Wir sehen sie. Also Rein hebt auch die Büsche an, diese vier in den kardinalen Richtungen. Mhm. Die haben gerne mal Feen oder Herzchen. Es ist halt wirklich im Hard Mode, ne? Und auf so wenig Herzen. Wir haben halt auch nicht viele bekommen. Also ich glaube, beide Runner werden sich jetzt auch nicht schlecht fühlen, dass sie hier das, den einen Herzcontainer von Soralech mitgenommen haben. Mhm. Das sind Pilz für Duden. Paradox Cave. Schauen wir, was hat Paradox für uns? Wie viel Herzchen? Und nur noch eins. Ja. Aber mit den Mids können wir das natürlich auch hier noch ein bisschen was von Dark Death Mountain machen. Eigentlich nur Super Bunny. Gegebenenfalls Turtle Rock. Ja, das ist die Frage. Will man das wirklich machen? Also du kannst eventuell reingehen natürlich. Oran hat sich jetzt auch eine Fee gefangen, hat auch eine Fee bekommen von den blauen Hardhead Beetles. Ist nicht verkehrt. Ich glaube jetzt nach dem Helmer Tod, ja, solange jetzt nicht deutlich mehr Herzen und vielleicht noch ein Mail-Upgrade auftauchen, sollte man jetzt vielleicht immer eine Fee dabei haben. Das Bugnet da wirklich sehr praktisch. Oh ja, jetzt müssen wir dann nochmal aufpassen, ob beide Items raus waren. Super Bunny hat auf jeden Fall nichts. No. Da ist die Karte, okay. Also das heißt, es müsste ein Item im Basement sein. Ja. Wir haben Kompasskarte und Small Key. Ja, bleibt abzuwarten, ob Rahlen sich dann ins Basement begibt oder nicht. Ja. Das ist auch ein relativ großes Zeitinvestment für ein Item. Du hast halt auch gerade die Mits bekommen. Die du eigentlich erstmal nicht sehen wolltest. Ja, das stimmt. Nachdem alle drei Mids-Dungeons Pendants sind. So Fire Rod oder Boots werden da wahrscheinlich gerne gesehen. Ja. Yeah. Duden geht jetzt hier. Was macht Duden? Ein bisschen. Ja gut, er hat Stumpy noch nicht und Carefully Five. Wohl mit dem Midsetter die auch von oben holen können. Deswegen, also wäre so meine Intention gewesen, aber okay. Weil dann gehst du ja erst hoch, dann wieder runter. Eventuell für die Smith-Chain nochmal. Ich weiß es noch nicht, mal schauen. Aber er kann jetzt natürlich mit den Mids auch unten den schweren Stein heben, da wo Rahlen vorhin ja gesaved quittet hat. Ja, er kann direkt nach VO rein, der muss nicht über das Portal in Kakariko. Vorteil ist natürlich, du hast noch ein paar extra Checks, bevor du nach Thiefstown rein musst. Noch ein paar extra Safeties oder. Ja. Könnte auch der Hintergrund sein. Ich hätte nur kurz Angst, dass er vielleicht direkt nach Swamp geht. Beide haben das Bombos-Tablet auf jeden Fall noch nicht gecheckt, aber jetzt gerade mit den Mids möchte man das wahrscheinlich dann auch mit der Smith-Chain kombinieren. Ah, okay, und. Das haben wir, glaube ich, bei Schild. Das haben wir bei Duden auch nicht gesehen. Der Schild, Entschuldigung. Alles gut. Diese Dead Rocks hier. genau. Also, solange es nicht Bombos ist, wird Rahlen jetzt wahrscheinlich auch vielleicht mal kurz nach Turtle Rock reinschauen, würde ich vermuten. Oh. Hat Duden das nicht gecheckt? Der war gar nicht da. Der ist auch super bei unten, den Elfenquittet. Er ist unten in die Dark World gegangen, genau. Und hat dann vor Paradox gemirrored. Okay, also noch geht Rahlen nicht rein. Schauen, wenn, dann müsste es dann. Okay, also Rahlen macht es ein bisschen interessant. Will sich noch nicht so ganz festlegen, ob er nach Turtle Rock reingeht. Macht natürlich Sinn, erstmal Paradox zu checken. Wenn Duden jetzt hier. Oh no. Es gibt ein Fake Powder. Ja.
Das dauert natürlich ewig, das mit dem Somaria. Ein bisschen Headbang dazu. Die Magieleiste leer zu machen. Finde ich interessant tatsächlich. Weil das kostet schon ein bisschen Zeit. Mhm. Und ist halt vor allem, du hast einfach nicht in Logik. Keine Magie mehr, um Blind mit Somaria zu machen. Ja. Genau, also das Fake Powder. Ein Glitch, wo man quasi statt dem Powder auch den Pilz benutzen kann. Dazu braucht man eine leere Magieleiste und den Somaria. Ja, hat sich auch richtig gelohnt für einen Zwanni. Also gar nicht. Ja, das ist halt viel Zeit, wie du gesagt hast, und eben auch noch die leere Magie. Oh Gott, wow, der Mini-Moldau. Und jetzt haben wir. Jetzt darfst du. Okay, da hat er wirklich gar keine Lust. Hm. Oh no. Also Ralf wird hier ein bisschen geärgert, auch von den Gegnern. Okay, geht jetzt hier wieder nach oben? Das. Weiß ja nicht, gut, da ist ein Portal da liegen. Ja, genau. Hier in der Tür. Okay, und da ist das Mail-Upgrade. Das eine Mail-Upgrade, weil es gibt nur das eine. Ja, Tatsache. Das sieht man auf jeden Fall sehr gern. Vor allen Dingen, weil wir halt immer noch auf 5 Herzen sind. Also ganze 2 Herz-Container innerhalb von 50 Minuten bekommen haben. Das ist nicht viel. Okay, schauen wir mal, was Rahlen jetzt nach Super Bunny macht. Geht er nach oben oder? Okay, er geht nach oben. Ist halt auch doof, wenn du da saven könntest, dann startest halt wieder auf der Pyramide. Also allein dafür wäre es jetzt nicht so optimal. Mhm. Okay, auch nix. Okay. Ja, tatsächlich, das Mail-Upgrade ist ziemlich gut jetzt, weil viele der Gegner in Thiefstown würden halt auf Green Mail 2 Herzen Schaden machen. Also da wird sich Duden jetzt deutlich besser fühlen. Ein Rahlen betritt Turtle Rock. Ja. Ja gut, sonst hätte es nicht auch das gemacht. Ist... Ja, weiß ich nicht, also... Außer du findest irgendwelche Major Progression vorher, aber wenn du es aufmachst, dann hast du auch vor, reinzugehen. Na, ich fände es gar nicht schlecht, aber ich meine, er hat halt noch sehr viele Checks. Es ist natürlich doof jetzt die Situation, jetzt muss er weitergehen. Ist auch ein bisschen gefährlich hier auf einem Herzen, sich da durch den Dungeon zu begeben, weil... Oh. Er hat halt auch keine großartige Möglichkeit, sich jetzt hier um die Gegner zu kümmern. Uiuiui. Und... Oh. Ja. Ich glaube, das war's dann mit dem TR-Dip. Und weg ist die Fee. Weil das Problem wird jetzt auch sein, im nächsten Raum... Ah, okay, er hat jetzt 5 Herzen wieder. Aber der Poki macht... Mit 2 Silvers kriegt man den Poki kaputt. Ja, also diese kleinen Teile, die da wegfliegen von dem Poki, die machen halt auch 4 Herzen Schaden. Mhm. Okay. Aber mit, auf fünf Herzen... Oh. Ja, wollte ich gerade sagen, auf 5 Herzen sehe ich ihn das schaffen. Eieiei, sehr schön. Musste einen tanken, ne? Ja. Die sind fast unberechenbar. Genau, also mit Fire Rod ist es natürlich trivial, diesen Poki da zu töten. Oh, das war knapp. Okay, und das ist eine Station. Ärgerlich. Super ärgerlich, also... Ja, TR ist auf jeden Fall Fire Rod locked. Das heißt, selbst wenn Turtle Rock jetzt noch irgendwelche Progression haben sollte, dann wird Rahlen da nicht so schnell wieder zurückkehren. Er weiß es jetzt zwar, dass es der Fire Rod benötigt ist, um da weiterzumachen, aber ja. Das war jetzt natürlich auch nochmal eine Menge Zeit, die er da hat liegen lassen, für eigentlich nicht viel. Ja, das stimmt. Der Somaria ist auch eine bewährte Waffe gegen den Poki. Aber auch da fliegen halt die Teile dann gut und gerne mal in dein Gesicht. Ja, wie gesagt, mit 2 Silvers kann man das eigentlich ganz easy managen. Ja, das muss ich mal ausprobieren mit den Silvers. Mit dem Bogen muss man halt aber auch erstmal treffen, ne? Das ist der Vorteil vom Somaria-Block, den legst du halt einfach hin und der Poki, der rennt dann von alleine rein.
Ja, rein jetzt auch wieder ohne Fee unterwegs. Wird jetzt wahrscheinlich auch Richtung Village of Outcast gehen. Ja, wir sehen ja selbst, also auch Duven hier noch immer ziemlich niedrig, was die Lebensanzeige anbelangt. Da hilft uns der Stunt Price jetzt auch nicht so viel weiter. Also ich sehe hier ständig Feen spawnen, das ist Wahnsinn. Ich habe jetzt Acer auch überhaupt nicht aufgepasst, was in TT noch Schmutter an Items kam, aber ich glaube, da muss man auch nochmal unseren Tracker hier, den Roti, loben. Mhm. Ich sehe jetzt nichts Neues auf dem Tracker. Also vielen Dank schon mal an Roti, der hier für uns aufpasst und das Tracking und das Aufsetzen des Streams übernommen hat. Mhm. Auf jeden Fall die beiden aus der Box gelassen. Rollen wollte Ryan dann doch selbst übernehmen. Ja, aber dass man nicht lieber jemand anderem überlassen hätte. Wo geht sich jetzt hier eine Potion kaufen? Weiß ich nicht, ob ich da so der Fan davon bin. Oh, da war das Full Magic Drop aus dem Fancy Pack. Ah. Hm. Das hätte so, man an der Stelle wahrscheinlich gewollt. Ja, jetzt hier nämlich. Okay, müsste noch seine Fee dabei haben. Hat jetzt aber ordentlich schon Damage kassiert in der ersten. Ja, die Fee ist noch da. Phase. Die Fee ist noch da. Aber nicht allzu viel Magic, ne? Nee. Also das hab ich hier schon besser gesehen tatsächlich, das Hammer Script of Blind. Ui. Oh, macht das jetzt hier aber gut. Sehr schöne Dodges. Ja. Hat jetzt natürlich auch die Fee noch. Zwei Hits jetzt noch. Genau, mit dem Somalia oder dem Hammer. Reinhammer, ne? Ja. Also drei Hits sind es pro Phase, ist egal, oder welche so Waffe man benutzt. Ja, passt. Oh, sehr schön. Ja, dafür gibt es die letzte Fee aus. Das letzte bisschen Magie hat er noch verwendet. Ja. Ist dann auch schon der vierte Kristall und der zweite Red Crystal für Duden. Mal schauen, also wir haben... Kein Fire Rod, kein Hookshot. Ja. Der ist halt noch so im hängenden Zustand. Genau. Für Desert würde es jetzt wahrscheinlich schon gerne die Boots finden, vor allen Dingen. Ace Palace ist noch komplett zu. Das ist immerhin schon mal etwas. Genauso wie Maya. Ja. Ich denke, da werden sich die Runner auch nicht beschweren. Und Ryan hat uns hier gezeigt, auch Turtle Rock ist Fire Rod locked. Ja, im Idealfall willst du jetzt den Hookshot finden und dann Fire Rod Go Mode haben. Genau, also wir können ja mal über Go Mode schnell sprechen, richtig. Also den Fire Rod brauchen wir auf jeden Fall für Skywoods. Eventuell die Boots noch für Desert. Mhm. Und den Hookshot auch, auf alle Fälle für Swamp. Also das heißt mindestens zwei, vielleicht drei Items. Schon mal das Item aus Skywoods. Nur ein Single Rupee. Aber abgegeben hat den Pilz noch keiner, ne? Nee, das stimmt. Den Pilz haben wir auch noch. Nur das Fake Powder gesehen. Das wäre, also Duden hat da jetzt tatsächlich eine ganz gute Option. Er kann jetzt von hier aus, wenn er dann fertig ist, genau, kann die Nordroute zu Ende spielen, also Graveyard Ledge, kann nochmal schnell Bumper Ledge checken, kann da den Pilz abgeben, schön mit Mirror und Catfish und Sora eben nachholen, vor allem. Der Bari hat gerade den Somaria überlebt. Okay. Wow, oh, okay, und das waren... Ja, tatsächlich freut man sich darüber. Und das war auch das zweite Item aus Skywoods. Ah, das war schon das zweite? Das war das zweite, genau. Ah. Also Skywoods, nicht mit der Progression hier. Ich denke mal, ein Pet-Check wird jetzt keinen Hätte machen können. Boah.
Ja, das ist halt ein weiter Weg, nicht wirklich. Fire Rod. Das ist ein sehr weiter Weg und. Also bei den Pendants, es ist super unrealistisch, dass. Ja. Vor allem, du weißt, du wirst ein Fire Rod haben, wenn Pet in Betracht kommt. Weil TA ja. Pendants. Ja, und Blitz oder Hookshots sind halt auch required für Meyer. Also, puh. Mindestens eins der beiden auf jeden Fall. Das heißt, das kann auch schon mal nicht auf dem Pad liegen. Also. Sehr, sehr dünn die Chancen, dass da wirklich was Requiredes auf Pad liegt. Okay. Den Red Meringue haben wir gesehen auf Bumper Ledge. Also das Cape suchen wir auch nicht. Und das ist der Hookshot. Ja, so einfach ist es. Okay. Jo. Tja, jetzt die Frage, ist jetzt hier noch weiter, Richtung? Ja, ich glaube, Duden überlegt auch gerade hart, ja. Ich glaube, er war gerade am überlegen, gehe ich jetzt noch weiter, gebe den Pilz ab und mach Catfish oder gehe ich jetzt direkt nach Swamp? Ich meine, ich könnte den Pilz vor Swamp abgeben. Wenn jetzt gerade hier mal kurz nach unten einen Abstecher macht. Aber dann ist halt Catfish isoliert. Ja. Ja, scheint es aber zu machen. Gut, dann Catfish und Sora erstmal gedanklich gestrichen auf Dudens Seite. Und Rahlen im Lachweit. Bin ich jetzt voller Herzen und fast voller Magie. Ich jetzt ist halt nicht so der Fan davon, den Pilz jetzt hier Single-Check-mäßig abzugeben. Ich meine, es wäre sinnvoll, wenn du dir unbedingt eine Potion kaufen möchtest. Das wär, stimmt, ja. 1400 Money. Ja, ja. Okay. Das ist Bombos. Ja, ich will nichts gesagt haben. Ist okay. Ja, das öffnet natürlich Ice Palace. Das ist nicht so toll. Das ist nicht so toll, nee. Und der Pilz ist jetzt auch weg. Also das heißt, kein Fake Powder mehr für Duden. So ein bisschen der andere Nachteil. Ist jetzt nicht super schlimm, aber... Kann später gerade nochmal in GT ganz manchmal ganz nützlich sein, den das Fake Powder noch zu machen mit dem Pilz. Okay, Rahlen ja auch. Ich weiß gar nicht, ob er noch eine Fee dabei hatte. Seine Red Goo hat er auch noch. Hat es auf jeden Fall hier auch geschafft, auf einem Herzen Kingston abzuschließen. Oh, Bombos Tablet. Boah. Ja. Ich meine, sollte hier der Fire Rod liegen, würde ich glaube ich erstmal Desert checken, ob es Bootslocked ist. Das ist nicht verkehrt, ja. Und dann könntest du Swamp go moden, wenn es nicht der Fall ist. Wenn man mal davon absieht, dass GT auch Bootslocked sein kann, aber. Da ist der Fire Rod! Okay, okay. Oh mein Gott. Gut reagiert. Stell dir mal vor, das hättest du direkt nach Agar machen können. Ja. Beide haben es nicht gemacht. Da würden. Also, safe wird sich Duden jetzt nicht gut fühlen. Ja, und er macht es, wie du gesagt hast. Geht jetzt direkt nach Gesichtsausdruck erstmal überrascht. Ja. Weiß nicht, ob er die Konsequenzen gerade noch im Kopf nachgeht, was es bedeuten könnte. Das sind Semiralen, die Smith-Chain machen. Das ist was, was Duden auch noch nicht gemacht hat. Aber Stand jetzt könnte das auch nicht required sein. Und. Selbst wenn Desert jetzt nicht bootslocked ist, ist immer noch eine kleine Chance darauf, dass die Boots trotzdem noch required sind. Sollte sich der GT Big Key auf der Torch befinden. Okay, da ist schon mal der Small Key. Das heißt, wenn der Big Key jetzt auf der rechten Seite in Desert ist, dann ist Duden im Schrödingers Go-Mode. Duden geht auch direkt nach rechts, das heißt, ja. Er setzt schon fast darauf, dass es nicht bootslocked ist. Auf alle Fälle. Ein Item. Macht's aber auch spannend jetzt hier. Okay, Rahlen ist auch mit dem. Das ist der Biki. Ja. Okay. Fake Powder bei Rahlen. Ja, aber der wird dann auch gleich den Fire Rod haben. Ja, genau, er wird den Fire Rod kriegen. Wird aber die. Das ist es halt, ne? Also der Hookshot, der liegt jetzt echt unangenehm.
Optimen rein waren und nicht in Skullwoods. Genau. Das könnte er danach dann reinrouten. So ist natürlich Skullwoods mit zwei nutzlosen Items, die jetzt auch beide nicht hinten liegen. Das heißt, da wird er vielleicht auch nochmal ein bisschen extra Zeit sogar verwenden. Ich nehme mal die Bridge Chest checken etc. Aber gut. Wie gesagt, das ist, also wir duden jetzt im Schrödingers Go-Mode, das kann eigentlich nur noch an der Torch in GT. Richtig. Haben. Vielleicht findet das Rahlen jetzt hier auch noch die Boots tatsächlich auf Purple Chest. Das könnte ihm jetzt vielleicht nochmal einen kleinen. Na, nope. Alter, nicht. einen kleinen Vorteil bringen. Er wird jetzt hier ziemlich sicher seinen Fireout holen und wahrscheinlich dann auch direkt Richtung Desert gehen. Wenn er sich es einmal anbietet. Dann bist du schon auf halbem Wege da. Reinhardt, glaube ich, noch nicht bei Agina, ne? Nee, war noch nicht bei Agina. Macht er sogar vor Desert. Finde ich interessant. Falls hier die Boots sind. Ja. Könnte man fast überlegen, das einfach komplett zu skippen für immer. Ich glaube, ein Item müsste dann. Ich weiß gar nicht, ob wir das gesehen haben, die Big Chest. Ich meine, in einem Agar-Seed kannst du eigentlich damit rechnen, dass die absurdesten Checks von deinem Gegner gemacht wurden. Je nachdem, welchen man sich rausgepickt hat, bevor man sich dann dazu gerungen hat, zum Castle zu gehen. Sieht an der Stelle jetzt hier dann doch schon sehr gut aus für Duden. Der Hookshot ist halt bis jetzt Gold wert. Genau. Ich meine, gut, für Rahlen ist es nicht so abwegig, dass man natürlich nach Skullwoods dann. Und wie gesagt, er wird. Wenn er von hinten nach vorne Skullwoods spielt, dann ist er auch schon quasi auf dem Weg zur Nordroute. Und wenn er die dann zu Ende spielt, kriegt er auch seinen Hookshot. Ja. Er hat ja auch den Pilz noch. Genau. Nice Full Magic Drop. Die werden aber auch überschüttet mit Feen und Full Magics. Ja, also es ist Wahnsinn. Auf jedem zweiten Screen sehen wir hier eine Fee. Rahlen wird sich jetzt auch die Info holen. Okay, also nicht Boots locked. Boots abschließen. Duden zeigt uns dann nochmal ein paar neue Sachen. Schauen wir mal, wie viel er jetzt hier mitnimmt. Ich denke mal zum Beispiel die Kompass-Chest wird er liegen lassen. In Swamp Palace. Kiste unter der Big-Chest. Die dauert doch relativ lang ohne Boots. Ja, er nimmt sogar nicht mal die Map-Chest hier mit, also. Hi. Das wird hart, Go-Mode. Ja, genau. Also setzt halt wirklich darauf, bin im Go-Mode. Es ist halt auch nur eine ziemlich geringe Chance, natürlich, dass die Boots jetzt noch required sind für den GT Big Key. Da war sogar ein Item auf der Torch. Das heißt, noch nicht mal der Crystal ist Boots locked. Oh, jetzt sehen wir nochmal einen Feenraum, den man nicht so häufig sieht. Nee. Nämlich der in Desert. Ja, das gilt, glaube ich, nur für Key Sanity, aber. Das gilt nur für Wild Maps und Kompass. Genau. Aber. Ich denke mal, die nächsten drei Kisten wird Duden vielleicht noch aufmachen. Ich meine, kleine Chance, dass du die Boots noch findest, die kann man schon noch mal mitnehmen. Und selbst ein Herzcontainer oder ein Invincibility-Item. Das würde einiges noch helfen. Die Down-Kisten, die gehen sehr, sehr schnell für zwei Checks. Das ist immer ein Schwert in Swamp, ne? Also, vielleicht finden wir doch noch eins. Ah, das ist der Herzcontainer. Perfekt. Nice. Also den sieht man jetzt wirklich noch gerne. Bringt uns auf jeden Fall schon mal auf 7. Ja. Das ist sogar auf Blue Mail schon die magische Zahl. Und noch einer. Let's go. Wow.
Ich denke, die werden sich beide freuen. Die kommen zwar spät, die Safeties, aber ich sag mal noch rechtzeitig und schön on the way. Um GT noch ein bisschen angenehmer zumindest machen zu können. Schöner Kill hier. Von den Landmaulers von Rahlen. Ja, beide jetzt aktuell noch gleich auf, was die Crystals anbelangt, aber Duden jetzt gleich mit dem Lead. Man muss dann wirklich nur noch Skywards machen, nach GT gehen und hoffen, dass der Biki nicht auf der Torch liegt. Nutzt hier die Quickswap-Strats. Zieht immer einen Puff ran und Quickswap dann auf die Silver Arrows. Mit einem Silver Arrow kann man die Puffs jeweils töten. Und ja, auch in der letzten Phase dann reicht ein einziger Silver Arrow, um Argus den Gar auszumachen. Hm. Hat sich gereimt. Ja, auch wenn wir jetzt gerade nicht viel sehen, aber da ist schon der Kristall auf jeden Fall in den Händen der Kuh, also das wird auch geklappt haben. Ja gut, wir werden jetzt beide Richtung Skywards aufziehen. Genau, also Rahlen natürlich zuerst nach Skywards, also er kann ja Swamp noch nicht abschließen. Genau, und dann werden beide wahrscheinlich sogar relativ gleichzeitig eventuell beim Boss sein. Ja, gerade wenn Rahlen die Front zuerst spielt. Könnte Duden eventuell sogar zuerst da sein, schauen wir mal. Okay. Hatte ein paar technische Probleme noch, aber... Ja, wir wissen ja ungefähr, wo die beiden stehen, wo sie sind. Ich denke, da werden wir jetzt keine großen Überraschungen sehen. Nee, es waren ja auch beide Items schon aus Skywards raus auf der Seite. Genau, nichts Interessantes mehr. Das Einzige, was hier jetzt noch der springende Punkt wird, ist, geht Rahlen nach rechts? Na. Oder geht er jetzt hier Ice Palace, ne? Boah, Ice Palace, ja, stimmt schon. Also ich meine, wenn du dich schon behind fühlst, ne? Das wäre die Alternative. Der Helmatod, der Turtle Rock Dip. Ich meine, Swamp Dip ohne Hookshot würde ich jetzt noch nicht so trauen. Nee. Das ist dann doch ein bisschen farfetched. Wenn, dann gehst du nochmal in Pendant vorher rein, glaube ich. Und ja, war er schon drin? Das ist glaube ich, eher so die letzte Option, die man da in Betracht zieht. Sogar nach Swamp noch. Ach ja. Jetzt kommt dann gleich der siebte Kristall. Holy. Ja. Ich will ja eigentlich nicht damit anfangen. Ich will ja eigentlich nicht jetzt irgendwas hier erklären, irgendwelche sieben Spiele Kristalle oder so. Und der Kristalle 7 solltest du haben. Ja. Für das Big Key Guessing Game. Genau, das können wir dann gerne auch spielen. Bei Duden wird es jetzt, denke ich mal, nicht so lange dauern. Wir sehen es jetzt zwar nicht, aber ich schätze mal, er wird die Motte relativ easy machen können. Er müsste noch eine Fee haben und eine Blue Goo. Er hat den Fire Rod, ein bisschen Magie. Er hat den Hammer. Er hat eine Blue Mail. Mehr als genügend Herzen und da ist sie down. Ja. Mit der Karte. Ja, und das ist der siebte Kristall. Also, wer raten möchte, jetzt 1 bis 22 in den Chat. Genau, und am besten wäre natürlich die 1, wenn Duden den Dark Magician macht. Meinst du, er checkt die Torch instant? Müsste er irgendwie. Naja, also ich würde es auf jeden Fall tun, weil. Ist die Frage, halt die Sicherheit haben. Was machst du? Ja, was machst du? Ich meine, du weißt ja, dass Desert nicht bootslocked war, also...
Machst du dann komplett Left Side und dann liegen die Boots in Hope Room. Alles schon gesehen. Naja, also Left Side würde ich nicht machen. Ich würde dann den Dark Magician einfach durchziehen, aber. Ja. Ja, stimmt, das ist eigentlich eine safe Option. Und rein checkt ihm wirklich das Pedestal, das ist. Ah, das wirkt schon. Oh, das sind die Boots! Are you kidding me? Oh mein Gott, also jetzt will ich den Big Key so sehr auf der Torch sehen. Bitte. Sicher? Ja. Da müssen wir noch eine Flöte irgendwo auftreiben und ein Eis holen. Oh Gott. Oh, wie grandios wäre das denn jetzt? Oh, wenn der Big Key jetzt auf der Torch wäre. Ich meine, Ryan hat dann die Knowledge schon mal. Ja, ja. Duden wird überall sonst suchen. Also, Ich konnte leider Ryans Reaktion jetzt nicht so genau erkennen. Und Ryan auf der hat Kamera. Nicht die Nordroute gespielt. Ja. Ah, obwohl, er nimmt vielleicht nach der Pyramide einen Abstecher nach links und dann zu Catfish. Als Plan. Das stimmt. Wobei, es wird schwierig ohne den Hookshot. Das Problem ist. Ja. Vielleicht will Ryan jetzt auch direkt drauf spielen, dass die Boots required sind. Und. Denkt sich, ja, okay, das kann jetzt hier noch ein bisschen dauern. Aber ich meine, das wäre schon. Boah, das wäre schon ein harter Gamble eigentlich. Ich meine, sagen wir mal, der Hookshot könnte aus seiner Sicht noch theoretisch in Maya liegen. Er könnte theoretisch noch in der Hookshot Cave in der ersten Kiste liegen. Also es gibt schon noch Optionen, wie aus seiner Sicht die Boots required. Moment, nee, Quatsch, wir wissen ja, dass die Maya nicht liegen kann. Muss ja eins von beiden muss man haben. Ignorieren das. Und nein. Oh, Blue Potions, nice. Okay, also Torch nicht required. Okay. Genau. Nee, also dann, ja. Sehe ich hier jetzt leider auch gar keinen Ausweg mehr für Rahlen. Nachdem der Vicky nicht auf der Torch lag. Okay. Unter den ersten 5 Checks war es jetzt nicht. Jo, Ryan gibt jetzt den Pilz ab. Catfish. Gut. Mein Duden, wie gesagt, Everett. Okay. Die Nummer 6. Die Nummer 6. Jo. Jo. Und das ist jetzt hat auf. Niemand gewonnen. Na, let's go. Wenn ich das richtig sehe. Hat niemand die 6 getippt? Alle die 1 oder die 3. Alle die 1 oder die 3 oder 22. Oh. Ja, die grünen Mimix laufen in andere Richtung. Ja, muss jetzt hier auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich meine, Duden hat auch schon ein bisschen Erfahrung hier im GT-Climb auf wenig Herzen, wenig Equipment. Wenig Schwerter? Wenig Schwerter ist natürlich die andere Sache, ja. Eher selten, ne? Ja. Das hat er mir auch vor dem Game noch gesagt. Er hat, boah, bestimmt schon ein Jahr kein Swordless mehr gespielt, hat er gesagt. War wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber ich glaube auch, dass Rahlen. Das Schöne daran ist, du kannst dich mit Sword Out bewegen, ohne einen Spin aufzuladen. Ja. Dann hört's auch schon auf. Nee, also ich finde Swordless generell ist eigentlich ein schöner Modus, weil du eben. Ja, weiß ich nicht. Also du kannst den Quickswap sehr schön benutzen. Du musst immer jeden Raum ein bisschen neu denken, adaptieren. Also an sich ist das schon ein nicer Modus. Und jetzt gerade mit dem Hard Item Pool zusammen ist es natürlich auch knackig schwer. Ja, und Rahlen jetzt hier auf dem Weg nach Ice Palace. Er kann es voll und ganz nachvollziehen. Also er. Ja, gut, es war entweder Nordroute oder Ice Palace. Ja. Nordroute hat er verneint. Na, er hat sich für die Red Bomb entschieden und ja, dann ging die Nordroute leider gar nicht mehr. Ja, die Graveyard Edge ist jetzt halt super isoliert. Und gerade. Ich weiß nicht. Problem war vielleicht auch ein bisschen, dass er eben dann doch Front-to-Back gespielt hat bei Skullwoods für ihn. Ah, ja.
Deswegen war es halt nicht attraktiv, dann noch weiterzugehen. Stimmt, da hätte er wieder komplett zurücklaufen müssen. Ja. War ja auch schon gemirrored, aber beim Pedestal. Ja, das ist die andere Sache. Hat dann gesehen, da sind die Boots. Ja, okay. Ziemlich weiter Rückweg. Ja. Also ich werde jetzt auch niemals die Boots noch finden, um da die Nordroute, die zwei Extra-Checks machen zu können. Ja, schöner Landmo. Ja. Schöner Icebreaker. Ja, die Landmos haben heute sehr gut funktioniert bei beiden Runnern. Ich auch Execution-mäßig haben sie sich jetzt nicht viel genommen. Das Einzige war halt wirklich das muss man halt nochmal sagen, der Helmer-Tod hat halt viel Zeit gekostet. Und ich denke, dass das halt auch viel psychischen Schaden verursacht hat. Richtig. Also das die Moral. Ja, du weißt halt, okay, ich kann jetzt nicht quasi normal weiterspielen und wir sind jetzt hier halt dann auch schon in den Endrunden. Da kann man jetzt mit so einem Fauxpas nicht sagen, okay, ich spiele jetzt normal weiter und kann dann erwarten, noch zu gewinnen. Da muss man dann vielleicht auch mal ein paar Konsequenzen daraus ziehen. Also von daher, das kann ich voll und ganz nachziehen. Auch das Ice Palace Play hier finde ich total sinnig. Na gut, Rahlen sucht jetzt Flöte und Ice Rod und Hookshot. Ja. Aber gut, das ist halt. Boah. Ich meine, das ist halt wirklich nur dafür. Also, die weiß, die Boots können wirklich nur noch den GTB-Key locken. Und ja. Das wäre jetzt schon ein sehr, sehr kleines Out. Es ist halt ein ultra riskantes Play. Ja. Ja, die Chancen, dass es nicht aufgeht, sind halt so hoch. Ja, er hofft jetzt einfach auf den Hookshot hier. Und ich würde auch fest davon ausgehen, dass er danach direkt nach Turtle Rock geht. Okay. Wir sind jetzt bei Moldom 2 mittlerweile angelangt. Und den Climb jetzt gar nicht so weit kommentiert. Also, ich denke mal, er hat das gut gelöst. Wie gesagt, er hat halt auch Erfahrung aus dem Spoiler-Pilot, da relativ ohne Damage durchzukommen. Aber normalerweise hast du da, wie du schon gesagt hast, eigentlich drei Schwerter mindestens und die Boots. Vielleicht sogar eine Half-Magic, um mit Fire Rod rumzuschließen, okay. Ja, hat glaube ich hier. Das kann man mal vergessen nach der. Ja, wollte ich gerade sagen. Das hätte er wissen können. Das ist bei dem Swordless, den wir hier spielen im deutschen Turnier, sind dort immer die Silvers. Und auch nur die Silvers, also kein Bogen. Genau. Richtig. Also wenn du keinen Bogen hast, dann bringt dir das auch nicht viel. Kommt immer noch die Dingus-Nachricht von Gannon. Denke ich jedenfalls. Ich habe den, glaube ich, noch nie mit nur Silvers gemacht, ohne Bogen. Okay, und jetzt hier der wahre Endboss, eigentlich, wie ihn viele nennen. Agar 2. Ja, der ist definitiv auch angenehmer mit Boots und Bucknet, ja. Weil dann kann man den Item Dash machen. Ja, das hat auch bisher nur einen Energieball getroffen, glaube ich. Hit Nummer 2 und Buten hat schon deutlich mehr Schaden bekommen als Agar. Hit Nummer 3. Ja. Ich meine, Duden hat Blue Potion, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Müsste Blue und Fee haben. Wird jetzt auch gezogen. Ja. Hat der Pyramid Fairy aufgesprengt? Nee, oder? Nee. Weil die hatte. Die hat er sich. Die hat er sich mit dem Pilz gekauft zusammen. Also ich bin mir auch sicher, dass er sich nur eine gekauft hat. Ich glaube, er müsste noch eine Fee haben, allerdings. Oh! Eieieiei. Dann wundert es mich aber, dass er die jetzt genommen hat, weil du willst ja eigentlich den Magic Refill für Gannon. Ja. Ja, er denkt sich vielleicht, die Magic Refill brauche ich nicht unbedingt, weil ich ja die Silver Arrows habe. Dann lieber die Iframes nutzen vom Fairy Revival. Macht Sinn. Ja, und währenddessen jetzt Viral natürlich auch nochmal mit einem schönen Boss im Swordless. Wenigstens Fire Rod zur Hand. Glaub er doch. Ja. Ja. Oi.
Das will mir jetzt echt nicht, da jetzt nochmal einen Tod bei dem Pendenboss zu kassieren. Jo, und dann haben wir Ganon auf Dudens Seite. 12 genau. Plus 12 plus 4 plus 4 Silberpfeile. Genau, die bewährte Strategie ist eigentlich jetzt hier, du zählst bis 11, machst 11 jetzt rein und hoffst dann, dass Ganon sich in eine der Ecken teleportiert. Hier zum Beispiel wäre jetzt eine perfekte Position, um 9, die zweite Phase 10, zu triggern. 11, 12. Ja. Das ist jetzt natürlich eher ungünstig. Mhm. Hat er die 12 jetzt schon? Ja. Okay, das ist nicht gut. Haben die gezählt? Ich weiß es gar nicht. Weil jetzt steht Ganon nämlich doof. Gerade hier kannst du ihn mit dem Hammer eigentlich gar nicht treffen. Mhm. Ja. Oh, da ist eine gute Position. Ja, aber dann musst du halt auch schon im Kreis drin stehen. Keine Fehme. Oh, das war ziemlich knapp jetzt hier sogar mit Agar 2. Geht jetzt hier direkt rein ohne Safeties. Eieiei, ich glaube, da wird er vielleicht sogar nochmal einkaufen gehen müssen, beziehungsweise sich eine Fee einfangen müssen mindestens. Schauen wir mal. Also es geht auch ohne, so ist nicht. Ja, ohne Schaden hier durchzukommen. Das da es geht, kannst es geht. Du sehr viel Zeit ja, verbringen. Ja, jetzt ist schon... Mit rumlaufen. Jetzt ist schon sehr scary. Also der Trident macht 3 Herzen Schaden, die Firebats machen 3 Herzen Schaden. Mhm. Und der Ganon Hack, den willst du eh vermeiden. Mhm. Na, schauen wir mal, wie der Attempt läuft. Kurz zur Tür. Okay. Das hat auch keine tolle Position, ne? Okay, wir haben jetzt noch Hera Basement auf Ryans Seite. Upcoming. Wir wissen, da liegt ein Item. Leider kein Eisword. Oder Flöte. Entschuldigung, ist kurz zur Tür. Es ist halt auch eine fiese Situation, wenn Gen da oben steht. Du bist nicht in dem Circle. Du weißt, die nächste Warp-Position von ihm wird ungefähr ungemein grausam sein. Weil der wechselt halt immer zwischen oben und unten. Und unten kannst du ihn mit dem Hammer nicht so toll treffen. Es ist viel, viel Warterei dann. Ja, also hier lohnt sich so auf jeden Fall sozusagen abzuwarten, Elfels reinzumachen, bis er in einer guten Position steht, um die zweite Phase zu triggern, weil ja, wir sehen hier, das ist einfach nervig. Und jetzt ist halt wieder One-Shot, ja, kommt er wieder nicht in den Kreis rein. Eine gute Position, aber da kommt ja, er nicht rein. Das ist es halt, ja. Wenn du eh schon One-Shot bist, dann das Ganze hier nicht. Und Ryan, wie schon gesagt, also für ihn macht es total Sinn, jetzt nach Turtle Rock zu gehen. Er ist halt dann auch einfach committed darauf, jetzt Independence zu suchen. Oh. Ei, aber ei, auch ei. Ja, ich glaube, wenn Duden wüsste, wie viel Zeit er hat, würde er hier natürlich nochmal einkaufen gehen oder sich Feen einfangen. Sind aber auch Positionen jetzt hier. Ja. Oh. Das war schon sehr, sehr scary, da einen Hit nur reinzubringen. Ja, wenn du jetzt pro Warp natürlich nur einen Hit reinbekommst, puh. Das dauert dann auch seine Zeit, ja. Ich glaube, da sind auch ein paar nicht jugendfreie Wörter gefallen mittlerweile. So, jetzt komm, geh nochmal einkaufen. Ja. Tja, nimm hin, du hast Agar gemacht. Mhm.
uns jetzt hier theoretisch sogar in der Dark World zum Potion Shop laufen und dann einfach Saven quitten. Ja, das ist es halt. Ich habe ja auch realisiert, so, ich habe ja nicht mal eine Flöte. Mein Mist. Ja gut, du gehst ja, läuft jetzt einfach, Potion, ja. Potion Shop, Mirrors, holst dir die Potion, gehst in ein Portal und Saven quit zur Pyramide. Genau. Nachteil daran, du bist halt wieder, hast keine vollen HP, aber ja, das wird wahrscheinlich das Play sein. Aber das alles hier zurückzulaufen, ist halt auch nicht wirklich eine Option. Ja, und das ist halt dieses Swordless plus Hard Item Pool. Das ist eine böse Kombination. Das ist wirklich eine böse Kombination. Ralf findet hier noch einen Herzcontainer. Der Todd Rock Big Key Chest. Nein, ich weiß nicht. Eigentlich möchte man vielleicht sogar lieber eine Fee haben als eine Blue Goo. Bin mir nicht ganz sicher. Und, nee, kein Save and Quit. Also Duden läuft jetzt hin. Der Vorteil ist, du hast halt die vollen HP und... Richtig. Dann muss das jetzt aber auch wirklich der Attempt sein. Also ich glaube, wenn der jetzt nicht klappt und du vielleicht deine Potions auch noch verwendest, dann... Ich meine, der Vorteil an dem Save and Quit ist halt, dass du danach einfach resetten kannst und bist wieder auf der Pyramide mit vollen Bottles. Ja. Ja, ich hoffe einfach, dass er diesmal auf jeden Fall safe spielt und wirklich wartet mit dem 12. Hit, bis Ganon in einer guten Position steht. Das ist eigentlich so das 1x1 von dem Swordless Ganon. Bisschen Zeit in der ersten Phase opfern, welche in der zweiten zu sparen. Ja, wir haben es ja gesehen, wie lange das dauert, wenn du nur einen Hit pro Warp reinbekommst in der zweiten Phase. Also die zweite ist wirklich die problematische. Hier die 11 Hits und dann mit dem 12. warten. Sollte das Play sein. Genau, da macht er jetzt auch sehr schön. Oh, so, hier zum Beispiel, jetzt. Auf. So. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hookshot und raus. So einfach ist es. Ja, jetzt aber dann die Potion nehmen. Danke. Ja, auf jeden Fall. Gut. Das wird sie nicht mehr hergeben an der Stelle. Du hast ihn ja fast schon. So, sind es jeweils nur ein Schlag, beziehungsweise vier Schläge. Mit jedem Schlag fallen die Seitenplatten hier runter in der Arena. Jeweils eine Seite. Und in der letzten Phase dann machen wir Ganon quasi ganz normal blau. Ja. Mit dem Hammer jetzt. Und jetzt nur noch vier Silver Arrows. Da geht nur eine rein. Schade. Das wäre ein gutes Setup gewesen für einen Double Hit. Ah, das könnte jetzt aber auch eins werden. Ja, das sollte definitiv ein Double werden. Und dann noch ein Hit. Ja. Wait. Der hat nur eine gezählt. So, jetzt der letzte Hit. Na also. Ja. GG. Ja, du fasst dich auch an den Kopf, denkst sich, das ist so einfach. Ja. Das. It's that easy. Die Hälfte der Laufzeit beim Ganon-Fight verbracht, aber... Genau, schreibt eure GGs in den Chat. Duden finished hier als erster mit einer offiziellen Zeit von 1:32:21. GG an Duden. Gewinnt damit das erste Best of Three. Das erste Best of Three. Das erste Match des Best of Threes. Und jetzt Doors. Ich glaube, Ryan wird jetzt auch nicht mehr nach dem Hookshot suchen, oder? Vielleicht doch. Also, es läuft noch weiter. Können ja vielleicht schon mal dann zum Interview ranholen. Wieso war Duden so weit vorne? Duden hat den Hookshot von Graveyard Ledge geholt. Und da ist er auch schon. GG Dudi. Oh, GG. Es ist so einfach. Es ist so einfach. Es tut mir voll leid. Einfach nur Geduld. Ja.
Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber ich habe über ein Jahr kein Swordless mehr gespielt bis heute. Oje. Ich schieb's auf den Rust. Alles gut, also sah eigentlich sehr gut aus, vor allen Dingen mit dem Hard-Item-Pool in Kombination. War halt nur der Gennen, ja gut. Da hätte man halt wirklich warten müssen mit dem Phase 2-Trigger und hast ja dann im letzten Attempt auch gut gemacht. Im ersten Attempt wollte ich es machen und dann sterbe ich dumm und dann fühlt sich halt alles kacke an und du willst eigentlich nur noch so schnell wie es geht durch, keinen Bock mehr zu warten, weißt du? Ja. Und das hat es alles nur schlimmer gemacht. Und dabei ist es so einfach. Es ist wirklich ja. einfach, ja. Und dann habe ich mir auch gedacht, komm, jetzt gehst du shoppen und dann gehst du auch den Dick zurück, weil wenn Rahl jetzt gewinnt, dann hat er es verdient. Dann gebe ich ihm die Zeit auch noch, dann nehme ich immer die extra Herzen mit. Und ja. Fühlt sich natürlich richtig dumm an, dann ja von der Pyramide aus bis zum Potion Shop laufen zu müssen. Ja. Weißt du, wo die Boots liegen? Ich weiß, wo die Boots liegen, ja. Okay. Ui. Ich habe meinen Abspann schon gesehen. Ah ja, macht Sinn. Genau, Rahlen hat's auch gelesen im Übrigen. Gotta go fast. Ich hab drüber nachgedacht, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir schon gedacht, das kann da maximal liegen, der Hookshot. Und das auch nur im allerdümmsten Fall. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Rahlen, ja, wir sehen hier die Reaktion von Rahlen. Er hat sich gerade den Hookshot geholt, er ist nicht so zufrieden. Nee, verständlich. Ja, muss ich da nochmal kurz das Auge reiben. Ah, der Luck, pfui. Aber ja. Ich muss auch dazu sagen, bei meiner Dark World Runde von unten nach oben habe ich tatsächlich sogar darüber nachgedacht, zuerst Bombos Tablet zu machen. Da wäre ich mit dem Hookshot schon im Go-Mod gewesen, quasi nach Skullwoods. Und vor genau, Spawn, das war halt auch so eine 50-50 spontane Entscheidung. Komm, wenn da jetzt noch was liegt, dann kannst du Swamp Go Mode und hast nicht die Entscheidung, ob du Left Side gehen musst oder was auch immer. Ja, hat sich ausgezahlt. Nee, das war sogar gut. Ja, wie viel Angst hattest du denn, dass Rahlen den Fire Rod early gehabt hat? Ja, das war ja nach Agar möglich. Ja, direkt. Da ich selbst drüber nachgedacht habe. Also ich habe mich jetzt nicht so ahead gefühlt, wie ich es jetzt gerade sehe. Ja. Ich dachte schon, dass ich es ganz gut getroffen habe, aber die Durststrecke von Agar bis zum nächsten Progression-Item, die war schon lang. Das hat sich schon nicht gut angefühlt. Na gut, ihr wart gleichzeitig in Skullwoods. Naja. Wo halt mit Hookshot in der Hand. Also bei Mothula zumindest. Also die Durststrecke... Swarm schon abgeschlossen. Durststrecke war ja eigentlich nur auf der Pyramide. Also der Handschuh hat ja sau viel aufgemacht. In dem Moment. Hattet ja dann schon auch alles dadurch für den Berg. Quasi, außer natürlich die Mids, die dann auch oben lagen und den Hookshot. Konnte dann schon ganz wild auf Outcast machen. Ja, weißt du, was bei Rhein passiert ist? Zu routen, nee. Also, ich denke mal, was ihn wahrscheinlich dann so ein bisschen in diese Schiene gebracht hat, dass er ein bisschen Off-Checks macht, war, er ist bei Helmer gestorben. Okay. Ja, er hatte auch am Anfang gar kein Geld für Pot, weil er Sora bezahlt hat. Okay. Er hat nämlich den Tier 2 Tripool mehr verfarmt. Das waren rote Rupees. Den habe ich nie gecheckt. Nee. Ja, das war's halt. Aber ich muss dazu sagen, dass es das Herz auf der Zora Ledge, ich glaube, das hat mich trotzdem mehrfach gesaved. Ja. Ich würde es jedes Mal wiederholen. Ja, das war Wahnsinn. Ihr hattet, das war nach 50 Minuten, hattet ihr immer noch nur 5 Herzen Green Mail. Und dann kam endlich die Blue Mail. Ich habe mich aber wohl gefühlt bis dahin. Also ich habe die Safeties mitgenommen, die auf dem Weg lagen, die Feen Port. Ich weiß nicht, ob Rallen vorher auch die Hype Cave gespielt hat für das Bugnet. Ja. Aber in dem Moment, wo ich es aufgesammelt habe, war mir schon klar, dass ich mir den Pot eine Fee hole. Ja, das hat Rahlen eben nicht gemacht. Das war ziemlich smart von dir auf jeden Fall. Gerade bei dem Boss auf 5 Herzen, ja. Er ist mit 4 Herzen angekommen und ja, da bist halt Two-Shot. Das ist unschön, die Situation. Ja. Und ja, kriegst halt ein dummes Pattern und dann war's das leider. Es ist halt dann doch ein bisschen auch von der RNG abhängig. Manchmal kann man sich einfach nicht dagegen wehren, so richtig. Nee, Helmer ist manchmal einfach nicht drauf.
Nee, das ist gut gelöst. Also das war auch smart, sich da die Feen früh zu holen. Bevor es zu spät ist, sozusagen. Jetzt sehen wir hier die gleiche Strat, die du auch angewendet hast. Bei Argus. Ein paar ranziehen und dann mit den Silver Arrows abschießen. Ja, aber das mit den Safeties war generell meine Herangehensweise an den Seed, einfach weil ich nicht so die Swordless-Erfahrung habe in der letzten Zeit. Ich meine, ich kenne den Item-Pool ziemlich gut. Ich weiß, okay, da sollte man Safeties mitnehmen. Nicht unbedingt was liegen lassen, deswegen auch der lange Weg da bis zum Herz. Aber das war halt das, was ich mir von Anfang an vorgenommen habe. So. Hm. Ja, gut. Ja, also hast du dich auch weit gar nicht vorbereitet für den Modus. Überhaupt du sagst, nicht. Du hast jetzt seit über einem Jahr kein Swordless mehr gespielt. Ich habe jetzt fast zwei Wochen kein Zelda mehr gespielt und seit über einem Jahr kein Swordless, ja. Eieiei. Nö, nee, dafür hast du dich gut geschlagen, auf alle Fälle. Leider gerade nichts mehr im Moment. Mhm. Hier. Jetzt geht's wieder weiter. Hast du dir dann schon Gedanken gemacht für euer Game 2? Da bist du ja jetzt dran mit Modus wählen. Ich weiß nicht, ob du das hier onstream sagen willst oder darfst. Noch, ich habe mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Es wird wahrscheinlich nochmal das Gleiche. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee? Ich meine, oral zu sagen, hey, ich habe dich einmal in den Mode geschlagen, ich kann das auch nochmal. Nee, Quatsch. Es wird irgendwas mit Bootsstart, denke ich, werden. Mm. Vielleicht Boots AD, ja, aber ich hasse AD. AD ist langweilig. Mal gucken. Ja, und Dungeons haben wir viel gesehen in dem Turnier als Pick. Eben deswegen. Ich denke mir was Lustiges aus, denke ich. Okay. Das finde ich, das sollte auch honoriert werden. Ja, Old Dungeons, wirklich so der Go-To-Pick von vielen. Ist ja auch verständlich. Man kann halt weniger gerandelt werden. Ne? Ja, aber dieses alles suchen, alles machen. Wenn es mit Keys ist, finde ich es okay. Aber nur AD finde ich irgendwie ist nicht so meins. Okay. Müssen wir mal ins Bracket gucken, was das jetzt eigentlich für Auswirkungen hätte. Wer ist denn noch bei euch? Teto Talan und Lost in Pain. Teto und Talan sind noch eins weiter unten. Die sind mit Tignaldo und Nosora zusammen. Ja. Ah, okay. Da hast du schon was übersprungen. Aber Cube Search und Lost in Pain stehen gerade 1-1. Okay. Ich weiß gar nicht, was wir dann Spiel haben. Ob das schon geplant ist. Sieht nicht so aus. Ja, aber auf jeden Fall. Also ich sag mal so, es war sehr einseitig, was die Safeties in dem Seed anbelangt hat. Also du hast halt die Bottles bekommen oder eine Bottle relativ early. Das Bucknet, naja, kam dann so mäßig. Aber noch rechtzeitig. Ja, direkt nach Agar, lustigerweise. Aber irgendwie die Invincibility-Items haben ja gänzlich gefehlt. Boots gab's nicht. Nicht sonderlich viele Herzen. Aber dafür Feen en masse. Ja, die Bushcrab mit den Feen war auch einzigartig. Die sieht man echt selten. Ja. Habe ich mir auch gedacht. Da muss ich auch erst zweimal hingucken. So, hat die jetzt wirklich Feen gedroppt? Oder war das nur irgendein random Drop? Aber irgendwie waren auf jedem zweiten Screen waren irgendwie Feen zu sehen. Auch das Fancy Price Pack wurde irgendwie ständig ausgelöst, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, sehr viele Full Magics habe ich ohne Ende gesehen. Ja.
Also das war ganz nice. Ja, aber wie bist du denn so zufrieden mit deinem eigenen Hard-Item-Pool? Ich mag Willst den. Willst du jetzt noch was ändern? Weiß ich nicht. Also, es gibt Seeds, da ist er mir zu leicht. Da hast du irgendwie nach Kakariko schon deine 6, 7 Herzen, Blumel und alles, was du willst. Und dann im Extremfall das letzte Spiel hier von Skunkner und Skipsy, wo er halt wirklich voll reinkickt. Mhm. Aber ich finde den Itempool, so wie er ist, eigentlich schon ziemlich gut. Weil es halt auch ein Art Itempool ist, der nicht nur das Late Game schwerer macht, sondern sich durch den gesamten Seed zieht. Also man merkt nicht, wie im, in Anführungszeichen, normalen Hard-Item-Pool erst ganz am Ende, oh, mir fehlen hier 7 Herzen insgesamt und Ganon ist vielleicht ein bisschen schwerer, sondern hier stehst du halt eventuell wirklich wie jetzt gerade mit 9 oder 10 Herzen da. Ja. Und hast auch den gesamten Seed über halt ein bisschen deine Herausforderung. Ja, plus die Half-Magic natürlich, ne? Ja. Die dann fehlt. So. Und halt auch mit den Herzteilen insgesamt die Refills. Den einzigen Refill, den du überhaupt durch Drops bekommen kannst, ist das Sankard. Und dadurch, also zumindest mein Empfinden ist so, selbst wenn du diese kleinen Herzen findest, appreciatest du die so ein bisschen. So, weil das die einzige Möglichkeit ist, wirklich dein Leben wieder aufzustocken. Auf alle Fälle. Ja, ich habe ihn bisher nur einmal ausprobiert, aber da hatte ich auch das Gefühl. Also, da habe ich, glaube ich, noch einen Maze Race Herzcontainer geskippt. Ich glaube, das würde ich künftig nicht mehr tun. Das war noch so ein bisschen Muscle Memory. Nee, ist halt sehr interessant. Es gibt also nur mittlerweile so viele Hard Modes, dass man ein bisschen den Überblick verliert. Aber ich glaube, hier ist es auch ganz interessant gewählt, wie die Sachen ersetzt wurden und was wegfällt. Fällt mir auch. Und, warte mal, die Single Bomb war dann das zweite Mail Upgrade, oder? Ja. Okay. Ich bin nämlich erstmal nicht ganz so sicher. Quasi nochmal extra gekennzeichnet. Ah ja. Hier hätte ihr Mail Upgrade sein können. Jetzt hier auch. Torches 2. Wird jetzt auch nicht mehr allzu lang brauchen. Schauen wir mal, wie gut sein Ganon-Attempt sein wird, sein erster. Ob es da schon direkt reicht. Bin mir auch nicht sicher, wie seine Potion-Situation gerade ist. Er hat jetzt auch beide das Powder nicht. Jetzt beide den Pilz abgegeben. Gut. Ran kommt jetzt hier mit genug Herzen an. Aber ich denke, also für so ein Seed war das eigentlich eine ziemlich vernünftige Zeit, die du da aufs Parkett gelegt hast. Vor allen Dingen mit dem nicht so optimalen Ganon. Das ist nett ausgedrückt. Ja. Also eine unter 1,30 wäre natürlich locker möglich gewesen. Auch nochmal die Silver Arrows. Wusstest du, dass die da drin sind? Eigentlich ja, ne? Als ich sie aufgemacht habe, wusste ich es wieder, ja. Ja, dachte ich mir schon. Nee, da habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht. Ja, nee, ist auch in Ordnung. So viel Zeit kostet es dann auch nicht. Ja, die werden dann zu den Platin Arrows. Braucht man dann nur noch 2 Pfeile für Ganon. Aber das wäre doch mal ein Träumchen. Das wäre. Der dritte Progressive Bow. Oh ja, Agar 2 war auch ein bisschen problematisch. Der hat dir auf jeden Fall mehr Schaden gemacht als du ihm. Ja, das war pfui. Ah, okay, aber Rani ist auch ein bisschen. Das ist halt auch nicht so einfach. Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich nicht einfach auf den Hammer wechseln soll. Weil ich das Timing mit dem Hammer fast angenehmer finde als mit Bucknet only. Ja, mit dem Bucknet finde ich, das ist das Problem, dass die dann so. Also, dass der Winkel von dem Projektil dann so random ist, gefühlt. Je nachdem, wie das Bucknet halt gerade steht. Beim Hammer ist es halt immer besser einzuschätzen. Aber dafür ist halt das Timing ein bisschen tighter. Okay. Rein schafft's hier ohne eine Potion oder Fee zu benutzen. Ist aber auch schon auf nur 2 Herzen runter.
Schauen wir mal. Rein scannen den Attempt an. Ich würde fast vermuten, dass es bei ihm ein bisschen besser läuft, weil das hat mir nämlich auch gesagt, das ist so eine Sache, die muss man einfach mal practicen. Da muss man einfach drin sein, einfach wissen, wie es geht. Das ist mehr so eine Knowledge-Sache. Und wenn du es lange nicht mehr gemacht hast, dann gibt man das vielleicht auch mal wieder. Ja, Ryan hat ja schon letzte Woche denselben Modus gespielt. Deswegen, ja. Ryan generell eigentlich relativ geübt im Swordless. Mit dem Hard Item Pool ist es vielleicht auch noch mal ein bisschen ungewohnt. Oh, sehr schön hier von der Seite. Ja, das sieht doch wunderbar aus. Also so möchte man das haben. Oh wait, Ryan hat auch das Cape gefunden. Cape? Hab ich gar nicht mitbekommen. Was ist das denn? Hier? Wahrscheinlich ein Turtle Rock. Oder Eis. Ah, oder Eis. Ja, Cape natürlich auch nur so semi-nützlich, aber gut, wir haben es jetzt gesehen, hier hat sie ihm jetzt eventuell eine Fee oder eine Potion gesaved, indem er dann dem Firebat Ring rausgehen konnte. Unbehelligt. Sehen wir hier mal die originale RNG, wie sie gewesen wäre. Natürlich nach einem Tod oder einmal runterfallen bei Ganon ist die RNG wieder komplett anders. Vorher ist sie geseedet für beide Spieler, identisch. Fang brauchen wir nicht. Das sollten die letzten zwei Hits jetzt sein. Schön. Jo, GG. Ja, das war ein guter Ganon. Also wenn ihr da noch gleich auf gewesen wärt, dann nein. Wäre es schwierig geworden. Hätte ich keine Chance gehabt. Ryan vorbeigezogen. Also GGs auch für Ryan. Wind war für diesen sehr schönen Ganon hier. Bin ich damit als Zweiter. Mit einer Zeit von 1:50:33. Jo, Ryan, GG. Da haben wir noch schon, GG. 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 Ja, Ryan, wie war es bei dir? Wir haben es jetzt schon kurz besprochen. Wahrscheinlich lag es am Helmer-Tod. Dass du so ein bisschen, nein, sagen wir mal. Das hat nichts damit zu tun. Nein. Es ist einfach lächerlich, dass ich in diesen Seeds jedes Mal und wirklich jedes Mal die Mits zuerst finde und die ganze Welt offen habe. Aber niemals die anderen Sachen, die alle frei verfügbar wären. Ich bin es absolut leid in diesen Seeds. Ja, die Mids lagen auch an einer Location, wo man sie eigentlich schwer dodgen konnte. Also auf dem alten Mann. Klar hätte man natürlich erst Village of Outcasts spielen können, aber wer will das schon machen ohne Fire Rod in dem Moment? Ja, wir haben es auch nochmal kurz besprochen. Also bis Aga wart ihr beide ungefähr gleich auf. Du hattest allerdings Sora bezahlt und hattest dann ein bisschen Geldprobleme. Wie hast du dich denn bei dem Fire Rod dann gefühlt? Das war halt die nächste Lächerlichkeit. Ich habe alles perfekt gespielt und der Seed hat einfach mir den Mittelfinger einfach dreimal gezeigt. Und das ist halt einfach, ja. Das ist halt auch, deswegen ist es halt so eine Kackniederlage. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, okay, Duden hat besser gespielt, GG, ne? Kann ich hier nehmen. Toll, ne? Klar ist so. Sondern hier einfach hart gerendert worden und ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe mein Routing mit dem Tier 2 Tree Pull mit den 80er Rupees so geplant, dass ich noch Sora bezahlt, weil es wäre in Logik gewesen. Ich habe dann bewusst im Tower nochmal 20 Rubine, ne, oder auf 20 Rubine aufgefüllt, weil ich auf jeden Fall über Hype Cave bis zu Digging Game gehen wollte und dann halt mit 20 Rubinen auf jeden Fall das Arrow Game habe, um als nächstes Pod zu machen. Ne, dann fehlt mir ein fucking Rubin nach dem Digging Game. Ja, das war lustig, Was auch noch hart lächerlich ist, weil so wenig Rubine habe ich auch selten bekommen im Digging Game. Und dann, ja, dann brauche ich selbst für den normalen Dick für die nächste Rubine 2 Millionen. Also es ist halt einfach
Das war von vorne bis hinten lächerlich. Ja, ja, ich würde sagen, insgesamt hast du trotzdem gut gespielt. Ich weiß nicht, hast du das in... Also Swordless hat man gesehen, hast du auf jeden Fall auf dem Kasten. Das wussten wir ja auch, dass du da erfahren bist. Hast du ja auch schon gegen Tech Warrior gepickt. Wie fandest du es denn jetzt in Kombination mit dem Hard Item Pool zusammen? Das war auch gegen Tech Warrior schon ein Hard Item Pool. Da hatte ich nur die Blue Mail einfach eine Stunde früher gefühlt. So. Von daher, es war eigentlich genau das, wie ich mir die Seeds vorgestellt habe. Das Swordless Part hat Spaß gemacht. Das Einzige, was ein bisschen kopflos war, war der erste Helmer-Kampf. Da hat es irgendwie nicht alles so funktioniert, wie ich wollte mit den Bomben. Und ja, das wäre besser gewesen. Colts, der hatte ich im Speziellen noch mal ein bisschen mich aufgewärmt vorher. Ich glaube, das hat man auch gesehen, dass das eigentlich ganz gut geplant war. Da. Aber ja, also die Routing-Entscheidungen, die haben eigentlich von vorne bis hinten alle gepasst. Und das ist, dass der Fire Rod dann halt ausgerechnet auf dem einen Check unten lang lag, den ich halt abseits gelegt habe, weil ich nicht nach Desert wollte zu dem Zeitpunkt und den dafür aufsparen. Hätte ich Tier auch schon früher dippen können, war halt schon kacke. Und ja, gut. Hookshot auf Graveyard Ledge. Es hat sich nie angeboten für mich mit der Entscheidung. Wäre ich zuerst Wildschirm Outcast gegangen, was man definitiv auch hätte machen können, auch ohne Fire Rod. Ja, sehe ich auch. Dann hätte ich Graveyard Ledge wahrscheinlich mitgenommen, weil ich von unten nach oben bis nach Skullwoods geroutet hätte. Ich habe mich für den Mountain entschieden, in der Hoffnung, eben um die Mids vielleicht für Thiefstone vorher zu bekommen, eventuell den Hookshot, ne, oder Fire Rod auf dem Berg zu finden, weil der war halt auch weit in Logik. Und dann eben die Route runterspielen zu können. Und ja, als ich dann die Mids direkt auf dem Berg hatte, es hat sich nie mehr angeboten. Ja, die Gloves auf der Pyramide waren auf jeden Fall super interessant, weil, also es hat ja nicht lange auf sich warten lassen, das Progression-Item nach Agar. Und die haben halt echt ultra viel geöffnet in dem Moment, das war Wahnsinn. Das hat es schon ziemlich interessant gemacht, aber ja, du hast schon recht. Also irgendwie waren es dann so die äußersten Checks, ne? Also wo man eigentlich nicht unbedingt direkt als erstes hingehen will. Bombos Tablet, was ein bisschen abseits liegt, und Graveyard Ledge dann auch. Wie sehr hat denn da die Knowledge über das Pedestal bei dir eine Rolle eigentlich gespielt? Weil du hast es gelesen, du hast es weggelassen. Hast du ja die Boots gesehen, hast du dir dann gedacht, ja, die Nordroute ist dann nicht mehr so attraktiv? Die Nordroute war nicht mehr auf meinem Plan, absolut nicht mehr. Also ich hätte auch ohne das Pedestal Knowledge, wäre ich nach Eis gegangen in dem Zeitpunkt, beziehungsweise hätte danach, weil ich ja den Fire Rod dann gerade bekommen hatte, aus der Zeit, hätte danach Red Bomb und die Route hochgespielt und dabei Graveyard Ledge ausgelassen, weil wenn da der Hookshot ist, was soll's. Kann halt nicht alles haben. Es ist halt ohne Boots auch, dauert ewig dahin zu laufen und ja, dann wieder zurückzulaufen. Und das ist halt ein Check, ja. Ich hatte den Pilz noch bekommen hinter den Mits, den hatte ich noch so ein bisschen mehr die Hoffnung drauf, dass eben die Mits vielleicht mein Vorteil sein könnten, nachdem schon die Smith-Chain nichts gebracht hat, dass vielleicht wenigstens von der Nordroute hoch dann das Catfish-Pilz, den konnte ich dann auf dem Weg checken, der hätte was sein können. Und die Route hat sich halt einfach perfekt in Ice Palace reingeführt und das Bootswissen hat es vielleicht so ein bisschen nochmal bestätigt, das Routing, weil wären drei Checks dann da gewesen für den Hookshot und Ice Palace hat den Hookshot auf dem Pedestal zugelassen. Aber ja, es hat nicht sollen sein. Ja. Ja, es war halt Wahnsinn, dass die drei Pendant Dungeons die drei Mids Dungeons waren. Ja. Wir wussten ja dann, also entweder Boots oder Hookshot müssen ja Maya locken. Und ja, mit den Boots auf dem Pedestal war es dann klar, okay, der Hookshot muss außerhalb dann liegen. Zumindest von Maya und Green Pendant, ja. Ja, es war auf jeden Fall super interessant. Also ich fand den Seed an sich schon interessant, aber ja, die Progression Items lagen dann ein bisschen doof am Ende. Wie es halt häufig der Fall ist. Also war nicht ganz so jettig, wie man sich vielleicht hätte erhoffen können. Man muss nur die richtigen Entscheidungen treffen. Ja, so einfach ist es, ne? Wenn du erst Wildschirm Outcast spielst und Graveyard Ledge mitnimmst, dann hast du den Hookshot, gehst du Swamp machen, gehst von Swamp nach der Salz, sammelst auf dem Weg den Fire Rod ein und spielst den Seed in der Stunde 10. Ja. Aber ja, ich denke mal, da war der Berg natürlich attraktiver, gerade wenn du weißt, dass Skullwoods ein Crystal ist und du hast den Fire Rod noch nicht. Und ich glaube auch, Thiefstown. Würde ich gar nicht mal unbedingt so sagen, weil mit Thiefstown full clearbar in Logik plus Wildschirm Outcast und die Skullwoods Dips
plus Graveyard Ledge, dann hast du auch deine 10 Checks und ein bzw. 2 Crystal Dungeons. Und wenn der Fire Rod da auf dem Weg auftaucht, ist das natürlich auch nochmal angenehmer. Und der Berg Odemitz, der hat halt auch nicht viel mehr. Es ist, ich würde sagen, es ist fast ein 50-50 in dem Fall. Und ich habe ihn halt verloren. Ja, Duden war auf jeden Fall auch zuerst auf dem Berg. Also das habt ihr noch gleich gemacht quasi. Ja, und da ist halt das Zweite halt auch, man kann mit den Mits auch nach dem alten Band direkt sagen, okay, nee, ich gehe erstmal Village of Outcasts machen. Ich spiele gar nicht den Mountain. Auch das ist halt eine Entscheidung, die man hat. Das ist, ja. Man hätte hier viel machen können, aber es, meine Entscheidung haben halt einfach nicht gepasst. Ja, ich wollte es aus Duden eigentlich schon rauskitzeln. Hast du dir jetzt schon was überlegt für Game 2 an? Nee, noch nichts Festes, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Ich denke irgendwas mit Boots, da die jetzt ja hier nicht erreichbar waren. Langweilig. Ja, besser als Boots auf dem Pedestal, oder? Also dann lieber im Startinventar. Wenn es nach mir ginge, dann würde niemand je Boots bekommen. Okay. Dann bräuchte man Quake für Bomb Rocks und Graveyard Edge. Na gut. Einfach um alle anderen leiden zu sehen. Ja, also ich hoffe immer auf Boots. Da bin ich leider anders eingestellt, aber okay. Kann ich auch nachvollziehen. Also auf jeden Fall hat man dann keiner den Vorteil, vielleicht für längere Zeit. Aber wie dem auch sei, ob es jetzt auf Pedestal liegen oder im Startinventar, dann habt ihr beide die gleichen Voraussetzungen. Also auch okay. Ja. Genau, also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt auf euer Spiel 2. Vielleicht dann im Spiel 3 ja nochmal den Hard Mode. Allerdings ohne Swordless. Oh, Boots schließen den ja nicht aus. Ja. Ja, ich meine, das wird glaube ich auch keinen Unterschied machen, weil das war heute Swordless, aber war genauso ein Open 7-7, der mich hart gerendert hat, wie es auch ein normaler Open 7-7 mit Schwertern sein könnte. Und auch die können ja Swordless sein für 80% des Seeds. Also, stimmt, ja. Ob da so viele Unterschiede tatsächlich sein wird, wer weiß. Okay. Ja, aber wir haben jetzt eigentlich, glaube ich, auch den Seed soweit ausführlich besprochen. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwelche letzten Worte? Oder vielleicht, Holy, Entschuldigung, hast du noch eine Frage, Holy? Nö, wie du gesagt hast, haben wir ja schon ziemlich viel über den Seed gesagt. Konnten es leider nicht ganz überbrücken bis zum nächsten Game, das ist erst in der Stunde. Komm, ich habe schon mein Möglichstes gegeben. Also, ja. An mir und nicht. Nächstes Mal bitte noch länger rauszögern. Nein, alles gut. Wir haben jetzt aber parallel auch noch ein Match, und zwar Talane gegen Teto. Das müsste jetzt auch schon seit einer Stunde laufen. Die spielen All Dungeons, auch Hard Item Pool. Mhm. Also das wird wahrscheinlich noch ein bisschen gehen. Das ist auch Speed Gaming Deutsch 2. Ich denke mal, da werden wir dann auch hin raiden. Aber jetzt erstmal noch die letzten Worte, dann fangen wir mal mit Duden an. Ah, oh, schon so viel erzählt. Ich bedanke mich einfach nur hier bei allen, wie immer, fürs Restream aufsetzen, fürs Racen natürlich, Rahlen. Und fürs Zuschauen. Fühlt euch alle umarmt. Ja. Okay. Rahlen, du noch was? Ich könnte noch eine Stunde ranten, aber ich glaube, das muss nicht mehr sein an dieser Stelle. Okay. Nee, ist auch gut. Okay, musst du ja nicht. Ja, dann auch von meiner Seite. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Der Modus hat auf jeden Fall delivered. Das hast du gut gepickt, Ryan. Ja. Auf jeden Fall. Mal den Run an. Danke. Also okay, dann kann ich vielleicht auch so 2-3 Worte sagen, weil ich mag Swordless und Swordless Hard Mode ist mit eine der besten Kombinationen, finde ich, die das Turnier momentan zulässt. Von daher pick ich sie gerne. Ich hätte vielleicht auch gerne Animizer gespielt, aber dann halt eben Enemy und Boss Shuffle picken zu müssen und dann nichts mehr anderes zu haben, ist irgendwie auch nicht so. Das wäre nur Enemy Shuffle mit Hard Item Pool. Boss Shuffle mit irgendeiner der anderen Optionen ist auch nicht so das wahre. Also ja, es gibt hier nicht so viele Modi-Kombinationen, die ich persönlich gerne spielen würde. Und Swordless Hard Item Pool ist damit einfach für mich einer der Favoriten im Turnier. Von daher habe ihn gerne gepickt. Freut mich auch, dass er angekommen ist. Das Seed war halt einfach nur kacke.
Ja, das kann natürlich immer passieren im Rando. Genau. Nee. Also zum Zuschauen war es super und ich denke, es ist halt auch anspruchsvoll als Spieler. Ein bisschen Adrenalin geladen, also das wollen wir ja auch sehen. Ja, übrigens auch danke, dass ihr da die Cams zur Verfügung gestellt habt. Das ist immer auch schön zu sehen, die Reaktionen dann der Runner. Ja, genau. Das, also danke an euch, folgt den Runnern. Dann wäre es das auch von meiner Seite. Ansonsten, Holy, dir überlasse ich noch die letzten Worte. Jo, wie gesagt, gerade läuft noch Teto gegen Talane in Old Legends Heart und später hier auf diesem Channel in ungefähr einer Stunde, also 8:50, Face gegen Mike Santolos in einem Fast Gen Key Sanity, gefolgt von Ozora gegen Tignaldo in einem Key Sanity Boss Shuffle. Wird bestimmt auch toll. Ansonsten, schönen Abend noch. Bis später.